Übertragen. Party Audio teilen. Mich hört man, glaube ich, auch nicht. Ich war auch ausgeschaltet. Wir mal alles von vorn, So. oder? Ja, jetzt nochmal, glaube ich, jetzt müsste man mich, glaube ich, auch hören. Also nochmal herzlich willkommen. Saisonauftakt Liga 3. Ich bin im Streamer drin. Sag mal bitte, ob ihr uns hört und mich hört. Heute ist der Marvin mit dabei. Herzlich willkommen, Marvin. Sag mal bitte auch jetzt mal Guten was, vielleicht, ob die Abend. Leute dich jetzt hören. Hallo. Q1 geht los. Gut, also ich höre mich jetzt, im Stream zumindest. Das ist schon mal gut. Warte mal kurz, bis du dran warst. Bin ein bisschen zeitversetzt hier noch. So, vielleicht kann auch einfach der Patrick mal reinschreiben, ob man mich Ja, hört. ich habe dich jetzt gerade gehört. Jetzt Ah, du. okay. Also jetzt geht's wunderbar. So, gerade noch hier Tonprobleme gehabt. So. Ja, Patrick schreibt auch. Wir hören alle. Also, ich bin jetzt mal nicht nur der Kamera führt, ne? Meine Güte, ich muss jetzt auch wieder zurechtfinden mit der Kamera hier. So, ich Ja, bin. da haben sie nichts gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist immer wieder ein bisschen seltsam, alles wieder neu einzustellen. Aber kriegen wir doch hin. Ich blende mal die Reifen ein, die könnten interessant sein. Und was haben wir noch? Rundzeiten ist noch nicht. Zeiten sind noch nicht, aber ja, fährt glaube ich jeder jetzt auf Soft raus. Wir haben ja nur ein kurzes Quali. Ein kurzes, ein einziges. Das ist eigentlich immer recht spannend und geht So. schnell hintereinander weg. Jetzt habe ich, glaube ich, alles eingestellt. Mit Telemetrie habe ich an, die kleine Karte habe ich an, oben rechts habe ich die Fahrer drin und links habe ich natürlich die Statistik. So. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ich denke auch, ne? Ah, du kannst jetzt auch sehen, genau. So, bevor wir jetzt hier aber weiter gucken, genau, was erzählt, kurzes Qualifying heute. Ich bin mir fast sicher, dass unser Wetterfrosch, wie jedes Mal, Sporty auch am Start ist. Wie wird das Wetter denn? Wir sehen jetzt auf jeden Fall erstmal Sonne, aber bleibt es so? Weil es fahren relativ viele, finde ich, jetzt schon früh raus. Und es kann sein, dass es vielleicht noch regnen soll. Aber Sport, die würden uns gleich aufklären. Wie das Rennwetter auch wird. Das wäre auch nochmal interessant. Es ist so bei Genau, mir. und Benny Akira ist der Erste, der hier auf einer schnellen Runde sich begibt. So, es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Streckenlayout. Du hast Sektor 1, der bis auf eine Schikane komplett Vollgas ist. Und der komplette Rest ist so ein bisschen winklig. In Sektor 2 musst du links-rechts fahren. Also, das hat seine Tücken, die Strecke. Sektor 2 ist der Track Limit Sektor. Naja, Das wird, glaube ich, das. mein Tod morgen. Du musst halt auch aufpassen, dass du dich da nicht wegdrehst. Weil Ja, zu das sehr auch. darfst du die Curbs da auch nicht mitnehmen. Ja, auch gleich, wenn du diese etwas engere links nimmst, beim Anfang dieser S ist, und dann diese etwas längere rechts, wo dieser Curb dann da ist. Wenn du da drauf kommst, kannst du dich ganz schnell nach innen wegballern. Das habe ich im Zeitfahren ganz oft geschafft. So, Sporty schreibt gerade erstmal, es ist komplett trocken, das ist doch schön. Ja, gut für Liga 3. Wissen Sie, auf was Sie sich einstellen können. So, guck mal, Ben Akira ist durch. Haben wir erstmal eine grobe Zeit. 1:18:06. Ich sehe auf der Map, da sind ja alle unterwegs. Das ist ja Es sind der viele, absolute Wahnsinn. deswegen dachte ich vielleicht, dass es regnen wird und alle schöne Zeit setzen wollen, aber offensichtlich nicht, das ist schon mal gut. So, wen haben wir als Wahrscheinlich nächstes? wollen die Lutherberg. Leute einfach auf Nummer sicher gehen und so viele Runden wie möglich fahren, weil, du hast ja schon angesprochen, das Track Limit ist nahe. Ja, Mario erstmal auf P1. Matti schiebt sich da auf P3. Arktisch Pumpe mit einer 1.19.3 auch am Start. Boah, jetzt purzeln hier die Zeiten. Auf wen gucken wir als nächstes? Autolos, ein Ferrari. Müssen wir lernen, wie die Auch Leute eine hier. 19er. Da ist einer im Stadion. Wen haben wir denn hier? Das ist Scuderia. Der ist auf Hotlap auch. Der fährt als nächstes rüber. Mein ehemaliger Teamkollege. Ligaübergreifend Platz 9. Gut, 4 Sekunden hinter dem Besten. Da könnte vielleicht noch was gehen. Ich glaube, auch in der letzten Kurve ist er da fast niemand gefahren. Also hat schon Naja, etwas Zeit verloren. erstmal eine Runde zum Reinkommen. Ja, das auch. Wir haben ja zum Glück, hier kann man ja gut Reifen verbraten, Klammern, ne? Ja, ich glaube auch, der Softe wird im Rennen wohl nicht gar so eine große Rolle spielen, außer du hast ganz am Nee. Ende nochmal ein Safety Car.
Ah, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, was da eine gute Taktik wäre. Ja, So, einer fährt. Lutterberg fährt die zweite Runde ungültig. Da hat der Track Limit Teufel zugeschlagen. Laut an jeder Ecke gefühlt. Gestern Liga 2 las auch lange gut aus, ne? Purzeln sie so ab dem zweiten Drittel oder Ende zweiten Drittel hier Zeitstrafen rein. Ich glaube, eine lange Zeit hier ohne Zeitstrafen zu fahren ist echt schwierig. Also aus meiner Perspektive sage ich das jetzt mal Ja, ehrlich. ja. Ne? Wie du schon gesagt hast, auch hier in den Exes gerade, ne? Da kannst du schon echt mal eben dir was holen. Oder ich finde auch Und ich. Ende Sektor 1, ne Quatsch, Mitte Sektor, am Ende statt Ziel, wenn du diese langsame Kurve fährst, diesen Ausgang der Rechtskurve, wo du auf die lange Gerade fährst, da komme ich auch gerne mal links über den Curb rüber und dann ist auch da zu spät. Dann kannst du aber auch gut mitnehmen eigentlich, also Ja. beziehungsweise musst du auch mitnehmen, um schnell zu bleiben. Das stimmt. Haben wir irgendwen, wo wir So. gucken können? Da kommt ein dunkelblau, Nee, dunkelroter an. die sind alle wieder an die Box gefahren. Das Core ist auf Outlap jetzt. Das dürfte dann die nächste sein. Ich gucke mal, wer noch alles drauf fährt. Genau, ja. Schukum, der ist gerade rausgefahren, meine ich. Da hinten kommt Scuderia, der fährt rein. Und der ist im Stadion da unterwegs. Das ist Venom. Der fährt auch Das jetzt ist auf ein Outlap. Haas, ja. Dann gucken wir mal in die Damen des Feldes. Verfolgen wir mal das Core. So, lässt sich Kein bestimmt. Druck. Screenset für das Cora. Letzte Saison, ich glaube, Platz 4 im letzten Rennen Ja, im geschafft. letzten Rennen Ja. bärenstark Eine unterwegs. riesige Leistung, weil wir super. Gucken wir, ob sie jetzt hier heute an ihre Leistung anknüpfen kann. Hat ja auch mit Sport hier einen super Renningenieur an der Seite sitzen, Ja. dem sicher kontinuierlich Tipps gibt und auch bestimmt Trainingssessions hier sehr intensiv geführt werden. Schauen wir mal an, was sie für eine Sektorzeit hat. Ach Mist, war schon ein Sektor durch. Habe ich nicht gesehen. Hast du es gesehen? Ja, 29:0 habe ich gesehen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch keine Vergleichszeiten mir Ich auch nicht. angeschaut. Hauptsache, erst erstmal gültig die Runde. Jetzt kommt hier der heiße Sektor. Die heiße Phase sieht erstmal gut aus. Auch steht komplett die ganze Zeit auf dem Gaspedal. Scheinbar gut getroffen, die Kurven. 57,6, ich glaube, das ist recht schnell. Ah, gut aus. Keine Fahrfehler. Hier schön die Ja, Curbs ja. mitgenommen. Also hat offensichtlich geübt. Also sehr, sehr gute Linie auf jeden Fall. Ja, Schauen wir gucken wir mal, ob es mal, schnell weil ist. 16 wird gute Zeit, Boah. wird eine gute Zeit. Guck mal an. Ja, gute Zeit, also untertrieben. Komm, Das ist Weltklasse, ist da hat sich das. doch der André ans Steuer gesetzt, die Runde. Ja, nee, dann wär's nur eine 18er Zeit geworden. Wir unterschlagen hier auf jeden Fall hier nicht jetzt die gute Leistung. Erstmal guckt er erstmal eine Top-Zeit. Besser als Also, mal, ja, gut Teamkollege, ne? Die haben wahrscheinlich zusammen geübt. Ist auch ein starkes meine Team aus Güte. meiner Sicht dieses Mal. Die Ja. Romeos. In allen drei Ligen. Aber, wäre jetzt ein Glückwunsch, eine starke Leistung. Ja, guck mal, wer kommt als nächstes? Ich glaube, es war jetzt Venom, meine ich. Ja, Venom ist schon durch, war direkt Mist, hinter ah, Lescora verpennt. gewesen. Ja, stimmt, dann haben wir jetzt. Patex ist noch auf einer schnellen Runde und beide McLaren. Ich guck Bei mal, wo habe ich denn Chukwum macht Pateks hier nochmal eine stehen? Outlap. Ich guck mal, wer als nächstes vielleicht noch kommt. Da ist noch ein Dunkelgrün am Stadion. Das ist Smarky, der fährt auf Outlap. Da haben wir Kalle. Kalle kommt rein. Der ist im Kalle Stadion jetzt. kommt. Oh, das war ungültig. Und da haben wir sie wieder. Schade. So, wen haben wir Die da noch? Jetzt kommen sie alle ins Strecke. Stadion. Jetzt müssen wir mal gucken. IM Devil ist auf Outlap. Da haben wir noch einen. Wen haben wir hier? Ja, Schuko, warte mal. Patex fährt durch die Esses. Ich guck Pateks an. Und ja, direkt rot. Ah, Mensch. Wusel hat die Session verlassen. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt dabei ist. Oh, Matty hat eine schnelle Zeit. 7 Zehntel schon. Ich Damit bin. würde er sich im Bereich von Venom schieben. Ich geh mal raus, ich bin raus. Und so ist Ah, es. Knapp vierter davor. Platz. Ja. Gute Zeit. Sehr gute Zeit. Ah, guck dir mal die Zeit an von Lescora. Aber Mitty jetzt gerade drüber von auch kein schlechter Fahrer. Und sie ist mal eben 6 Zehntel schneller, ne? Fast. Ne, Ja, doch, mehr als so, genau 6 Zehntel knapp. Das ist eine starke super Zeit Zeit. gewesen, wirklich. Ja. So, wen haben wir als nächstes? Ich guck mal schnell, da kommt einer vor Start-Ziel rein. Wer haben wir da? Wen haben wir da? Ich finde ihn nicht, also. Chukwum Amadeo. Amadeo fährt ungültig. jetzt auf Hotlap. Lutterberg, oder Lutterberg? Ja. Hier ist ein fährt rein, der Profit. Ja, Lutterberg auf P3, das ist auch einer der Favoriten im Alpin.
haben wir im Auge, genauso wie Smarky, dessen Zeit ist aber nur eine 18,7. Sind wir auch schon Smarky. Schnelleres von ihm gewohnt, aber als erste Zeit nochmal okay. Stimmt, ich glaube, er hat noch gar keine Zeit gehabt vorher, oder? Nee. Das ist vielleicht dann auch sicherheitshalber erstmal Zeit drin, um dann nochmal ins Risiko zu gehen mit neuem Satz, ne? Aim Devil auf 5 von Schoko Ikun. fährt wieder rein Allerdings. mit einer 1,28. Also scheinbar der noch ordentlich Probleme mit der Zeit. Und Ja, der ist Teamkollege. zwei Outlaps gefahren Ja, und und Teamkollege dann in der Kalle zweiten Runde vergeigt, hat leider. das Ganze nochmal unterboten mit einer 1,32. Ja, die tasten sich langsam ran. Du darfst ja auch nicht direkt alles zeigen, ne? Ja. Und die Hunde sind Favoriten zum Titel für Madeon ist Meisterschaftsgewinne. schnell. Lemon DNF in der letzten Kurve, so wie mir das aussieht. Oh, wen haben Ich wir da? hoffe, Ich will der mal kurz gucken. Da blockiert kommt, ich oder bin mal irritiert bei Madeon nicht. Major drauf. Der steht direkt in der Das hätte. Boxeneinfahrt. Der hat das Ja, Glück gesehen. ungünstig. Gut, Major ist in der Box. Das war wahrscheinlich eine ungültige Runde oder keine gute. Hat abgebrochen. So, wer haben wir denn jetzt hier? Brainhunter kommt über die Linie. Hat sich leicht, na Gott, minimal verbessert. Aber etwas mehr Abstand habe ich gewonnen auf IM Devil. Das war echt, die sind sehr eng zusammen. Guck mal, 4000stel. Ja, krass eng. So im Bereich P4 bis P7. Dann haben wir eine größere Lücke und dann wird es nochmal eng. IM Devil fährt auch in die Box. Dann haben wir da hinten Kalle, glaube ich. Ist das noch Hotlap? Ist das noch Hotlap? Hier ist vor Anfang der Runde schon fast leer. Aber jetzt zieht durch. Jetzt zieht durch und verbessert sich doch. Um mal Ja, eben das sieht doch 14 gut Sekunden auf aus. seine letzte Zeit. Naja, P8. P8 ist sehr gut. Ja, guck mal, der Abstand zu Platz 4 ist auch noch 3 Zehntel. Ja, also eine sehr gute Zeit. Sehr knapp da vorne. So, da haben wir gerade einen gehabt. Der kommt da. Benny Akira. Der fährt jetzt auf Hotlap. Dann haben wir hier Patex. Das sieht nicht nach Hotlap aus. Der Hatex ist sehr ist langsam. rot. Ne, der fährt wieder Ja, in eine stimmt. Box wahrscheinlich. Stimmt, der ist rot, habe Dann ich bleiben wir gesehen. doch bei Benny. Hier auf Benny mal drauf. So, und Wusel hat hier anscheinend Probleme, in die Session zu kommen. Wäre heute der Ersatzfahrer. Weil nämlich, wir haben hier Familienurlaub bei der Familie Tüdel. Die sind geschlossen in Dänemark und dementsprechend fehlen uns auch hier direkt mal drei Fahrer in Liga 3. Boah, ist denn diese Aber Geheiminformation her? ja, ich kenn's mich doch. Ich bin überall connected. Okay. Muss ich aufpassen, was ich erzähle, wa? Bei dir. Auf jeden Fall. So, lass uns mal kurz den Benny gucken. Der ist jetzt auf Hotlap drauf. Hat auch jetzt die SS scheinbar schadlos überstanden. Stand die ganze Zeit auf dem Pinsel drauf. Immer Vollgas. Das ist schon mal gut, wenn man heißt, man trifft die Kurven da ganz gut. Jetzt hier durchs Stadion auch relativ gut, nimmt hier den Körper ein bisschen mit, hätte ein bisschen mehr sein können für die Kurve, aber er zieht auch durch. Gucken, wo er landet. Zwischenzeit habe ich jetzt gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich um die Zeit nicht, war glaube ich 2 Zehntel minus 2 Zehntel, ne? Oben stand bei mir gerade Genau, die. ja. Oben stand bei mir Ist gerade auf die. P9 gelandet. Ja. Chukwum ist schnell, hoffe ich mal. Im Aber stand bei mir McLaren. oben gerade, dass Nachrichten im Chat geschrieben wurden, habe ich die Zeit nicht mehr gesehen. Schukum ist schnell. Gucken wir mal, ich bin mal auf 6 ihm drauf. Sekunden hat er schon im ersten Sektor rausgeholt. Und dann ganz, ganz weit. Aber ist noch gültig. Ist noch gültig und er ist vielleicht gut beraten, die Runde auch zu Ende zu fahren. Venom hat sich auf 2 geschoben, still und heimlich. Ja, bei 17 Fahrern, die hier alle gleichzeitig fahren, geht es auch schon mal so eine Runde durch. Ja, ist echt schwierig. Daria hat die Session verlassen. Es ist Okay. eines Platzes 16 sicher. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es ein paar Probleme in der Lobby gibt. Wieder raus. Aim Devil und Autolos machen ein paar Windschattenspiele. Schukum schiebt sich auf 15 vor. Jetzt kommen sie hier nach und nach rein. Ich guck mal schnell, ob ich da irgendwen abfangen kann. Aber da fährt einer in die Box, da kommen zwei hellblaue durchs Stadion. Der erste davon ist Lutherberg. Das sieht
nicht nach Hotlap aus. Das Windschattenspiel, wie du wahrscheinlich gesagt hast, ne? Und jetzt fährt er noch ein. Ja, die Und wir Spielchen haben sind natürlich beim Kvaratskhelia, Ferrari der gewesen. sich dreieinhalb, Ja, gern. 3,3 Ja. Sekunden trotzdem plus hat, ich Ne, verstehe. der fährt jetzt erst auf seine schnelle Prophet. Okay. Aim Devil ist da bereits in Sektor 2 schnell unterwegs. I am Devil, sagst du? Ja. Ja, ich geh mal rauf. Kannst du dann. Nummer 97. Zehntelchen hat er schon mal. Oh, und Fährt der denn das. hin? Eine gütige Zeit, seltsamerweise noch. Aber das ist auf Ja, jeden Fall aber ich keine gute Zeit. glaube, der kann in die Naja. Box fahren, das war's. Ja. Oh, jetzt zieht durch. Was macht er jetzt? Er gibt seinem Teamkollegen Windschatten, glaube ich. Aber auf der kurzen Strecke, da die es jetzt geschafft hat, das ist glaube ich kaum genug. Der wird lieber in die Ja, Box besser fahren als gar sollen. nichts. Was er geschafft hätte überhaupt. Gucken wir mal, Autolos ist ja jetzt auf Hotlap. Ich guck mal bei Autolos drauf. Hat er jetzt gleich Sektorzeit? Schau mal rauf, was sich verbessert. Die Jagd für seinen Teamkollegen. Druck ausüben, jawohl, unter Druck entstehen Muss dich Diamanten. aber mal kurz unterbrechen und Ja? Madeon erwähnen, denn der ist ja auf Pole-Kurs. Oh, er Drei geht rauf. Zehntel hat er geholt in Sektor 2. Kann er da den Kollegen Escura verdrängen? Jawohl, das kann er. 1:17:1. Das Damit sieht gut aus. P1 und 2 Aber für sie kommt Alfa gleich nach. Sie ist auch im Romeo. Stadion gerade. Fährt gerade rein. Ja. Ich habe leider keine Sektorzeit gesehen, war zu spät. Ja, ein bisschen langsamer als die erste Zeit und räuber da ordentlich über den Curb. Und Und ja, fährt bricht ab. deswegen auch an die Box. Ja. Aber wahrscheinlich keine Verbesserung. So, wer hatten wir denn jetzt hier noch? Wer kommt denn da jetzt als nächstes rein? Das haben wir hier. Brainhunter. Fährt jetzt auf Hotlap, dann haben wir zwei rote. Das könnte ein Ferrari sein. Autolos-Skandal, ist jetzt der nächste, der reinkommt. Verbessert sich um 7 Zehntel, über fast 8 auf Platz 8. Ein Kollege fährt rein. Findest noch einen? Brainhunter ist auf einer schnellen. Der ist aber noch am Anfang der Runde, sozusagen. Pumpe bricht auch ab. Ungültige Runde sehe ich gerade. Ich schicke mich hier ständig durch. Aber wen habe ich denn hier rein? Ohne mich haben. Da. Auch Hotlap. Okalle Kalle, kommt ja. jetzt rein. Kalle, letzte Kurve, weit rausgekommen. Und jetzt wieder innen rein Oh, für P8. Das 1,14. nochmal ein bisschen verbessert. Autolos wieder verdrängt. Ja. So, dann haben wir jetzt noch einen. Der ist aber auf Chassis gerade gewesen. Das war Venom. Der fährt jetzt auch auf Hotlap. Okay. Stadion ist voll. Gott, Gott, wen haben wir denn hier alles? Smarky. Smarky ist bricht ab. Und Brainhunter dahinter. Patex, der fährt jetzt auf Hotlap. Brainhunter. Ich bin mal drauf. Ja. Ja, Oh, Pole Honorar. ist weg. 3 Zehntel stark. Und hier. Auch für ihn. Matt Brötchen bricht ab. Ja, ich glaube, nur noch Venom Lutherberg. Da bin ich drauf. Nicht ideal da und auch rot. Ah ja. Hat sie durch, macht Sinn, weil Zeit ist eh vorbei. Rote los, fährt rein. Wen haben wir denn noch offen hier? Profit. Venom ist noch schnell. Venom müsste 4 Zehntel für die Pole rausholen. Oder anderthalb für P2. Kann er da das Duo Alfa Romeo noch sprengen? Ah, nee, reicht Nee. nicht. Ist keine Verbesserung. Kalle fährt rein. Dann haben wir Profit nur noch sieht sehr Patex. langsam Nee, der ist aus. auch. Patex ist ungültig. Patex auch ungültig. Jetzt sind wir durch. Lem ist raus. Die anderen sind alle Ja. ungültig oder mal abgebrochen. Dann haben wir eine Startaufstellung. Willst du die mal durchgehen? Aber sehr gerne doch. Ja, P1, P2 von Alfa Romeo besetzt, Madion und Lescora, die zwei sehr, sehr starke Runden hingelegt haben. Dann auf 3 haben wir Carsten, Fahne auf 4, Lutterberg auf 5, Aim Devil im Ferrari auf 6, Matti auf 7, da haben wir vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
Kalle hat sich auf 8 geschoben, noch knapp vor Autolos, der auf 9 ist. Benny Akira komplettiert die Top 10. Dann haben wir ja Prophet, der als letzter an die Box fährt, auf 11. Smarky, Arktisch Pumpe, 12 und 13. Der Alpha Tauri von Patex ist auf 14. Chukum leider nur 15. Aber wir wissen ja, der hat die Rennpace. Da ist Ja, einiges zu erwarten. glaube ich auch. Der Ja, holt da Lemon einige schnell Plätze. DNF gegangen. Der hat nur eine Runde setzen können auf 16 und Dietmar hat ein paar Internetprobleme gehabt, so wie Arktisch Pumpe geschrieben hat. Schauen wir mal, ob wir den noch im Rennen wieder sehen oder eher nicht. Ja, ich habe auch gerade Ja. so ein bisschen nebenbei schon mal in den Chat drüber geschrieben. Den haben wir fast noch gar nicht so beachtet, ne? Aber du hast, glaube ich, schon ein bisschen was drin gelesen. Ich habe jetzt auch mal geguckt. Los, Basel, los ist da. Mikach ist da. Arktisch Pumpe schon gesagt. Patrick ist da. Wen haben wir noch hier? Sport, die hatten wir anfangs schon. Unser Wetterfrosch Tsubasa ist da. Und Subasa, sehr schön. mehr sehe ich gerade so nicht. Wenn ihr mich gesehen habt, entschuldigt. Aber erstmal alle herzlich willkommen. So, auf jeden Fall, ich muss mal sagen, wenn ich heute als Co-Runner Party habe, ne? Wir. Das Ja. wäre großartig. Dann wahrscheinlich sitzt eh Sport hier nebenan, aber wenn nicht, vielleicht hat er die Chance dazu zu kommen. Da müssen wir doch hier eine kleine Feier machen. Auf jeden Fall. Nee, Sporti. ich glaube, Sporty, der würde ausrasten. Ja, ich glaube auch. Der sitzt doch bestimmt nebenan. Er kann mit einem Headset reden. Ne? Ja. Aber diese ist ja eine super Leistung. Also gucken, ob wir das schaffen. Wetter ist ja gut. Verspricht jetzt mal keine Überraschung und ja, Fahrverhältnisveränderung. Ich bin echt mal gespannt. Also ich tipps habe ich heute erstmal keine Malignance. Also was tipps habe ich schon, aber wird irgendwie was spannend, weil Lescora habe ich jetzt so erstmal, muss ich sagen, nicht gerechnet. Umso mehr die Überraschung, dass hier vorne steht. Malignance ist so mein Favorit schon immer gewesen, weil letztes Jahr ja auch eine starke Saison gefahren hat, ne? Knapp den Aufstieg verpasst, quasi in den letzten zwei Runden des letzten Rennens, aufgrund von Verkehr, den er vor sich hatte, ne? 7 Zehntel nur haben ihm zum Aufstieg gefehlt. Dann wäre er da Ja, durch gewesen. Sehr bitter. Aber deswegen heute mein Rennfavorit Lescora, wenn die so eine Leistung bringt, wie jetzt auch im Qualifying, sehe ich ja auch oben. Und ja, dahinter ist es wirklich eng und offen. Also ich schätze die beiden auf mir auf dem Podium. Was hast du denn? Hast du da schon einen Überblick über also den Favoriten man gemacht? muss schon sagen, Madion, klar, die beste Zeit, und es war auch mit Abstand, war jetzt nicht knapp gewesen, dass er sich da die Pole geholt hat und ist auch definitiv mein Favorit für das Rennen jetzt. Bei einem Lutterberg muss man auch immer gespannt sein. Der hat auch immer eine sehr, sehr gute Rennpace. Und sonst von hinten würde ich vielleicht noch auf den Prophet Strike achten. Der ist immer für eine Überraschung gut. Smarky normalerweise auch. Ja, und Chukum sowieso. Hatte ich ja schon angesprochen, dass der sehr gut überholen kann. Gute Ja. Rennpace. Macht sich auch immer viele Gedanken ums Setup, so wie ich das mitbekomme. Und ich denke, er hat sich da schon einen Plan ausgeheckt, wie er da durchstarten kann. Ich müsste mir jetzt auch mal die Statistiken angucken in der letzten Saison von Liga 3. Ich weiß gar nicht, aber hatte nicht Prophet Zweig sich sogar das vorletzte Rennen gesichert? Den Sieg, ich glaube ja, ne? Der hat eine starke Leistung zum Ende hingelegt. Das ist wirklich gut geworden. Ich meinte, er hat das vorletzte Rennen in Liga 3 gewonnen. Oder das letzte sogar? Ich weiß gar nicht, wie hat er sich den Sieg geholt? Gefühlt schon Das wieder so lange her. war sogar sein erster Sieg, es war 2 Wochen her. Ja. Schon Ja, wieder aber viel ich richtig. passiert. Aber das war der erste Sieg überhaupt in seiner Karriere bei Aero. Ja, krass, ne? Ja. Und wie wir sehen hier, Sporty ist unfassbar stolz auf seine Lescora. Verständlich, verständlich. Kann er auch, nach der Leistung. Ich weiß nicht, ob ich morgen so eine Zeit da hier auf dem Asphalt brennen kann. Was war Poolzeit gerade? 1:17:1, glaube ich, ne? 17:1. Genau. Das ist Was war Liga 2 ordentlich. gestern? Ich glaube, das war auch in dem Bereich, ne? Das war Tsubasa, ich glaube eine 16:8, aber dahinter waren die auch alle im 17er Bereich, tiefer 17er. War das Q3 auch? Ich weiß, Q2 war einer in der Ja. 1:16er, ja. Ja gut, aber guck mal an, ne? Liga 2, Liga 3, wie doch da eng das Feld ist, ne? Das sind 10, wenige Zehntel, das ist eigentlich alle starke Fahrer hier. Die Zeiten kann man sehen, alle Liga 2 reif. Mal spannend, was morgen hier für Zeiten fallen, wenn hier die Elite der Elite auf der Strecke die Reifen platt macht. Du Ich meinst die schätze mal, Elite und wir beide noch? die Elite und wir beide. Naja, wir fahren auch hinterher. Mal gucken, aber ich schätze mal, morgen werden bestimmt so die unteren 1:16er fallen hier. Vielleicht sogar Ja, in die definitiv. 1:15 rein, mal gucken.
Oh, Weiß jetzt ich sind wir nicht. hier. Gestern 1,68. Genau. Ach, Sporty, bestätigt dich. Ein Sieg hatte Prophet nicht letzte Saison, aber eine Pole. Eine Pole hat er nur geholt. Ja, war das Sandford gewesen? Patrick kennt sich doch da aus. Schnell unser Discord auf, da sind noch die Statistiken drin. Drei, oder? Muss ich jetzt zu viel recherchieren? Ach, kein Bock. Wann ist eigentlich Siegerstadt, Rennstadt? Hast du was gesehen hier? Wo ist denn hier Race Ja, Live? ich Da. denke, die üblichen 5 Minuten Pause sind dazwischen. Ich gucke heute 21 Uhr Aber ich Start. habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt. Hey, Race Live steht Aber dran, 21 21 Uhr Uhr. ist okay, sehr schön. Ich muss aber jetzt gucken, ich bin gerade gar nicht auf dem Laufen. Haben wir eigentlich Absteiger aus Liga 2 heute im Startfeld? Ich weiß, Kim war ja, glaube ich, Absteiger, aber Der er ist heute nicht Kim ist nicht dabei. dabei, genau. Dann haben wir Venom, Venom, glaube ich. stimmt, Venom ist Absteiger. Und das war's. Noch einer. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bring's nicht mehr zusammen. Aber ich gucke gerade, das fällt durch. Der Chat wahrscheinlich schneller als wir. Ja, wenn du hast du recht, das Ach, stimmt. Lenny, oder? War der nochmal Stammfahrer in Liga 2? Ja, doch, stimmt. Ja, ist er. Ich glaube, Lenny, Das reicht aber abgemeldet. Heute nicht dabei, genau. ja. Ewa, Ja, im dann Urlaub. Lenny, wenn du als einziger Liga 2, ehemaliger Liga 2 Fahrer dabei, Absteiger. Mischt natürlich direkt wieder hier oben mit. Natürlich. Glaube, es ist auch ein Anspruch, gleich wieder aufzusteigen. Ja gut, wobei der Auf- und Abstieg sind ja für diese Saison ausgesetzt, sozusagen dadurch, dass das neu eingeteilt wird alles mit den zwei neuen Ligen, die wir dazu bekommen haben. Aber Division, wie auch immer. Stimmt, hast recht, ja. Aber dennoch Dann zählt werden die Karten neu der gemischt. psychische Aspekt. Ich Genau. würde jetzt aufsteigen, wenn nicht die ollen Admins hier alles über den Haufen schmeißen würden. Ja. Ne? Ja, ist ja richtig. Ich bin mal gespannt, nächste Saison, wie das dann aussieht. Wenn wir Zeiten einreichen dürfen. Sicherheit und dann wird eingeteilt. Ja, bis dahin haben wir jetzt noch einen Rennkalender und da stehen 15 Rennwochen auf dem Programm. Das dauert noch. Eben. Haben wir nochmal So. Weihnachten dazwischen. Jetzt haben wir Kalle im Chat. Ich glaube, ich habe auch nicht gelesen. Schönen guten Abend, Kalle. Guten Abend. McLaren auf die 1, by the way. Musste ich Da jetzt haben mal sie ausrufen, hartes Kalle. Brot heute. Ja, die kriegen das hin. Möchtest du wetten? Ich habe gegen Justin schon gewonnen. Ein Bier oder Ja, ein Getränk beim nächsten O-Treffen. ich weiß nicht, was schlägst du denn vor? Vielleicht kann ich da irgendwo einsteigen. Naja, sagst du, McLaren kriegt ein Treppchen oder so, dann die schaffen das, kriegst ein Bier, wenn sie es nicht schaffen, kriege ich eins. Ja, nee, das kann ich nicht machen. Zum einen wegen dem Wetteinsatz. Ja, ist doch schon sehr viel in Bier, ne, ist schon. Ja, ich würde halt dann eher Die auf Spezi Cola. umsteigen. Trinkst kein Alkohol? Nee. Okay, so also Notiz an die Admins. Das geht's. Das ist eher Kann Ruhe entlassen. raus. So, es Community geht hier Warning. los. Ein rotes Lämpchen, zwei grüne Lämpchen bedeutet Einführungsrunde. Oh, Jawohl. Mario mit einem Wahnsinnsstart kann die Pole verteidigen in der Scorer. Ja. Dahinter Venom fährt schon Schlangenlinien will vorbei. Ja, aber Lescure durch ihre Schlangen verteidigt sie großartig. Ja. So, wir gucken mal kurz die Reifen und ich blende gleich mal wieder, bevor hier der nächste kommt. Telemetrie ist deaktiviert. Okay, habe ich schon. Details. Was haben wir so für Reifen? Ich gucke mal eben kurz durch. Ich habe sie mal eingeblendet. Wir haben Eine gute interessante Mischstoffe. Mischung, ja. Die ersten fünf alle auf Gelb. Dann haben wir einen roten dabei. Der will gleich angreifen. Matt Brötche auch auf Gelb. Dann haben wir mal zwei weiße. Hinten auch einen roten. Ganz hinten Skuderia auf Rot. Der fährt wahrscheinlich rot-rot-gelb. Oder rot, nee, rot-gelb wird er fahren. Quatsch, der fällt da nicht immer jetzt einmal in die Box, wenn er nicht muss.
Ich glaube, Ja, solange nicht wie du ganz am Anfang rot, rot, rot fahren will, ist ja, alles in Ordnung. gut, er kennt die Regel mittlerweile. Aber er ist unser Reifenflüsterer. Der fährt 100 pro gelb-rot. Rot-gelb, so. Der fährt heute die Pommes-Taktik. Nee, Quatsch. Rot-weiß wäre das. Das wäre rot-weiß. Ja, richtig. Ja, fährt aber nicht die Pommes-Taktik. Der fährt aber rot-gelb. Ja, Senf geht auch. Senf geht auch, aber nicht so lecker. So. Wobei, nee, Dietmar ist geghostet, sehe ich gerade. Ja, glaub, schon wieder rausgeflogen. Der ist auch, ja. Ja. Also haben wir 16 aktive Fahrer. Brennt. Da geht nur einer nach Hause, der keine Punkte mitnimmt. Ist doch auch gut. War nicht noch ein zweiter Ghost? Ne. Nee, vorerst nicht. Stimmt, ja, nur ein. Da nur einer halt ohne Punkte. So, mal gucken, willst so, du ich nehme an, du guckst dir das von vorne an. Ich bin mal weiter hinten am Start. Alles klar, ich gucke mal, welche Pommere ich kriege. Sind eigentlich alle gut. Dann gehe ich gehe auf das Chor drauf. Komm, das gönne ich jetzt heute mal. Ich gucke mir auf mal jeden direkt Fall, den Start ja. an. So. Die ersten mit ein paar Fehlern. So, erstmal grüßen wir noch schnell Martin im Chat. Der ist auch dabei. Moin. Servus. Bevor es hier losgeht, da sind zwei, haben DSQ, haben ihre Startlinie überfahren oder sowas. Devil und Mettbrötchen. Aber es sind alle, ja. So, die Lampen gehen irgendwann mal an. Jetzt gehen sie an. So, wir sehen fünf rote Lampen und sie sind aus. Das erste Rennen von Liga 3 in Mexiko beginnt. Escora kommt gut weg, genauso auch wie Marion. Beide kommen vorne gut weg. Dahinter wird es breit gefächert. Aber es sieht erstmal aus, ob beide vorne Alfa Romeo ihre Plätze halten können. Oh, da ist ein Querschläger. Einer quer von der Rennlinks nach rechts rübergezogen. Aber es sieht erstmal soweit gut aus. Keine Dreher, keine Schäden, nichts sehe ich fliegen. Die Alphas sind sehr gut weggekommen vorne. Ja. Da ist schon eine kleine Lücke sich fast gebildet zwischen dem zwischen den ersten vier. Oh, hier kommt Lescora weit raus. Das wird hier vorne sehr, sehr eng. Er kann ihren Platz wieder verteidigen gegen, das war glaube ich Brain Hunter, war das glaube ich. Ja, Lutterberg ist jetzt vorbei an Brain Hunter, hat die Gunst nicht genau, ich glaube, die hatten sich beide gerade ein bisschen nebeneinander gestellt in der Kurve, deswegen muss Lutterberg weit raus, Brain Hunter weit raus, was Lutterberg dann ausgenutzt hat. Aber guck mal vorne, Mario, der will seinen Aufstieg haben, den er letztes Mal nicht hatte, der setzt sich schon mal anderthalb Sekunden ab, vielleicht ein bisschen profitiert davon, weil Escoa sich gerade da bisschen blockiert hat mit Brain Hunter. Aber ja, sonst erstmal alle durchgekommen, ne? Ja, ja. Smarky und Arktisch Pumpe jeweils 4 Positionsgewinne. Das ist schon gut. Und Kalle leider mit 5 Positionen, die er hergeben musste. Ja, ich blende das mal kurz ein für die anderen Kollegen. Ja, Positionsveränderung. Also Lutherberg macht Stress. Aber Lescora kann sich da noch gut verteidigen. Aber greift es an. Er setzt sich innen rein, oh, das gibt Track Warning. Da müsste er auch vorbeilassen wahrscheinlich wieder. Ja, bleibt auch dahinter. Aber ja, Mario Gold wert. Das will sich hier bekriegen. Sie auch schade, weil Mario vorne das DRS jetzt auch weggenommen hat quasi. Ist war schon zu groß geworden. Ja. Noch ist er nicht da, ne? Hat noch eine Runde, aber ab dann wird es schwieriger. Ja, wahrscheinlich ist aber für Mario die Flucht nach vorn das Beste. Oh, wir haben Gelb. Das ist Lemon. Hat sich gedreht. Ja. Geht aber weiter für ihn. Ich guck mal, ob er heile ist. Kann man mal sehen. Erstmal gut aus. Oh, und wir haben VSC. VSC. Weil in den SS und also Kalle hat nur noch einen Zahnstocher vorn dran. Das sieht nicht mehr nach einem Frontflügel aus. Damit sollten sich keine 34 Runden fahren lassen. Nee. Und VSC bleibt erstmal noch ein bisschen. Aber ist er der Einzige, der kaputt ist? Weil plötzlich war eine etwas größere Lücke in den SS. Aber es geht keiner rein. Kalle wird reingehen. Noch einer, der hinten reinfährt. Nee, erstmal nicht. Kalle sehr, sehr langsam unterwegs, also. Ah.
macht der Junge weiter? Ich hoffe doch. Ja, schade, wenn er aufgibt, weil wirklich, der ist ja fast reingerollt in die Box. Ja. Weiß nicht, was Was da ist hier? vorgefallen ist. Edmund Baus verbraucht. C dauert auch immer noch an, also. Ja. Die sind da alle noch beschäftigt, die Teile wegzuräumen. Also guck mal kurz, Lemon holt sich auf jeden Fall gelbe Reifen und macht weiter, das finde ich großartig. Gut, Safety Car Wahrscheinlichkeit ist hier schon hoch auf der Strecke, muss man sagen, gerade mit den S's, ne? Da ist ein Ja. Weitermachen, lohnt sich da glaube ich immer. Ja, es ist DRS ist... und Lutherberg rauscht und lässt Cora rein und dies geht DNF. Das Oh gibt's doch nein. nicht. Da steht sie. Das ist doch nicht wahr. Alter Schwede. In dem Moment, wo das VSC ausgeht, beschleunigt Lutherberg direkt und fährt ihr hinten rein. Jetzt nicht mehr hier im Bild, glaube ich, war gerade hinten weiter drauf. Ja, das ist natürlich äußerst bitter. Seit Lutherberg heile geblieben? Nee, der Nee, hat einen fährt in die Box. Flügelschaden. Ja, Geht fährt an in die die Box. Box. Oh, ey, das ist aber jetzt zum Haare raufen. Patrick hat schon das richtige, Unfassbare Szenen. Patrick hat schon das richtige Symbol in den Chat geschrieben. Oh, es ist ärgerlich. Auch kein Safety Car, nichts, ne? Nee. Gerade Flügelschaden gehabt. Oh, hier ein Dreher zwischen Arktisch Pumpe mit, wer war das? Smucky, glaube ich, zusammen. Und Okay. jetzt Arktisch Pumpe mit Autolos gleich wieder. Autolos kämpft hier mit, ah Gott, Arktisch Pumpe. Aber jetzt habe ich es zusammen. Da hat sich Ja, Pumpe auf Arktisch fa 7, stark. Arktisch fast Blinkt aber auch gedreht. schon. Ja, es sie geben. Hat aber auch den Reifenvorteil mit, weil hinten man viel auf weiß, ne? Er hat gelb. Ja. Dazu einen kleinen Vorteil, dass er gestern Ersatzfahrer Liga 2 war, er hat schon ein bisschen Streckenerfahrung gesammelt. Und sechs Das ist Plätze bereits definitiv gewonnen. wichtig. Genau wie Smarky. Ja, eben Devil auf 3. Macht da Brainhunter Druck. Vielleicht erleben wir jetzt da einen Positionswechsel. Mal drauf. DRS haben wir ja ab sofort auch. Stimmt, Brain hat er nicht in der S drin, ne? Bei der langen Geraden ist es eigentlich schwer zu verteidigen dann. Ja. Und Aim Devil ist auf roten Reifen unterwegs, also der sollte ja schleunigst vorbei. Wir haben Gelb, das ist Chukum Schukum steht vor Start-Ziel, ja. und Safety Car. Ist Schukum, könnte sich dann wahrscheinlich auch kaputt gefahren, ja. Spieß. Ja. Komm, wegen sowas kommt ein Safety Car, wenn das Denke Go ich oder auch. halb auf der Strecke steht, ne, kaputt, passiert gar nichts. Das VSC rettet dann, Safety Car rettet natürlich jetzt Brainhunter. Und IM Devil wäre, glaube ich, schlau beraten, wenn er jetzt in die Box fährt mit seinen Roten, ne? Ja. Und Chukum und Kalle können jetzt natürlich auch wieder ranfahren. Ja, stimmt, für die auch, glaube ich. Das ist jetzt Safety Ja. Car. Und alle, die mit Soft gestartet sind, können sich jetzt wahrscheinlich Ja, wir gucken mal. Ich blende mal schnell die Reifen. umbereifen. Ich blende mal schnell die Reifen ein. Wer würde es denn hier betreffen? Das wäre IM Devil, Und tendenziell Sk Smarky. und Scuderia. Smarky, genau, Smarky auch, habe ich übersehen. Richtig. Den gelben, weil jetzt Runde 5 ist deutlich zu früh, ne? Würde. Nee, mit Gelb kannst du noch weiterfahren. Wobei, wir haben gestern, wer war denn das? Liga 2, 28 Runden auf Weiß, glaube ich, gewesen. Trotz Regen am Ende noch. Ja, War das Pocke? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwer, ich glaube, 28 Runden auf weißen Reifen gefahren. ja, oder LTX, aber auch zeitig an der Box. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ist ja schon Tag her. Was erwartet man von uns? Also, aber IMSO fährt nicht in die Box. Aston Martin ist reingegangen, das ist Smarky, der Smarky. macht. Ja, das ist auch richtig gewesen. Puh, im Mittelfeld zwischen Autolos gibt es Überholmanöver. Das sollten sie eigentlich mal unterlassen während des Safety Cars. Ach hier, aber Arktisch fährt ja, Arktisch Pumpe nicht, Scuderia ist ja die KI am Start, ne? Ist ja Ja. ein Ghost, da brauchen wir gleich drüber reden, stimmt. Ach, ja, die KI fährt auch weiter. Lass mich mal raten, was da für eine Taktik hinter steht. Ja, wir haben Profit auf 8.
Der rechnet sich natürlich auch noch einiges aus. Für ihn könnte es noch nach vorne gehen. Benny Akira, Patex auf 9 und 10. Ja, Scuderia ist da natürlich ein bisschen unglücklich. Könnte da jetzt ein bisschen Bremsklotz sein für die hinteren. Guck mal, wir haben jetzt das Smarky auf gelben Reifen, Sauer auf Platz 12, aber wir haben Safety Car und ich sage auch nicht mehr lange, dann fahren auch die auf gelb bald rein. Also nicht mehr lange, das Safety Car ist aber schon noch zwei Runden draußen, ne? Aber einer auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob du 5 Runden alte Mediums hast oder ganz frische. Aber da wird dann nach dem Safety Car, nach dem Boxenstopp dann Der weit wird vorne ganz, landen. ganz gut durchkommen, denke ich. Aber er muss noch mal rein auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Reifen anfangs drauf hat. Ich meine rot. Der hatte rot, genau. Dann wird er, wenn er einen Reifen noch hat, noch einen roten, vielleicht halbwegs neu, rot-gelb-rot fahren. Ja, ist das sowieso eine interessante Frage, ob hier vielleicht sogar ein Zwei-Stopp regulär möglich wäre. Mal Safety Car unabhängig. Ja, Safety Car Weil verzerrt natürlich ein bisschen, ne? die Weißen, die halten auch nicht allzu lange, beziehungsweise die nutzen sich sehr schnell ab und dann fährst du auch nur noch langsame Zeiten. Und Habe ich auch schon vielleicht gehört, dass sie die schnell abnutzen, die Weißen. kannst du da mit zweimal rot dann den Boxenstopp wieder rausfahren. Da war gerade eine KI mitten drin. Wer war das denn? Vielleicht noch einer, der kurz das stark gedrückt hat. Aber ich finde ihn jetzt nicht mehr. Ja, mal kurz auf Start gedrückt, um mal einen Schluck zu trinken, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Da Mal hinten kurz aber durchatmen. Scuderia. Vielleicht war es auch Scuderia, wenn ich mich nicht irre. Ist ja auch Platz 11. Solange da nichts passiert. Ja, Mailänder im Mercedes vornweg. Aber ich glaube, es ist seine letzte Runde, die er jetzt hier fährt. Ja, alle da. Wir sollten reingehen. Guck mal, ich bin auf dem Radio mal drauf. Oh, es ist gar nicht rein. Ich Heute. hoffe, inständig, dass Madeon einen besseren Restart macht als Tsubasa gestern. Tsubasa, der erst bei Boxeneinfahrt beschleunigt hat. Das war für die Hinteren sehr, sehr spät gewesen. Ist aber auch, muss man sagen, wenn man die Reifen nicht gut warm gemacht hat, extrem schwere Kurvenlager, finde ich, weil die Seitenkurve Ja, kannst dich ganz schnell wegdrehen, wenn du da zu schnell rangehst. Madeon macht auch langsam, Ich aber. jetzt sehe ich ihn nicht, die Kameraperspektive ist eingefroren. Er Jetzt sehe ich geht ihn. jetzt Vollgas, Ja. macht es gut, sehr, sehr gut sogar. Gewinnt schon Zeit. Schauen wir mal nach hinten durch. Oh, Oh, ja, in Lemon 5 hat da Sekunden. gelbe Sehe ich. Flaggen ignoriert. Oh, da ist auch eine ganz große Lücke. Mach Das schnell sind vorne. 3,5 Sekunden Unterschied. Da gab es wohl ein paar Probleme mit KI-Überholen oder so ähnlich. Dafür hat da jemand geschlafen von denen. Im Restart und dann schon vor Linie überholt, ne? Oder so, ja. Aber Lemon auch mit Problemen. Wir fahren alle dran vorbei. Jetzt kommt hier Kalle sogar noch. Zieht dran vorbei. Lemon auch ganz weit aus. Macht da ordentlich Platz. Also vielleicht gibt es da sogar Probleme. Dass er merkt, ich habe gar keine Chance. Aber sieht alles heile aus. Und die Nase ist gelb und wir sehen es nicht. Oder das, ja, kann auch sein. Weil der coole Abstand, die fahren ja vorne richtig weg. Der ist ja sehr langsam jetzt hier. Wirklich da von Lutherberg oder so zu langsam gemacht beim Restart. Oh, wir haben Prophet, der DNF Oh, geht. Prophet DMF, wo ist er? Ich guck mal schnell. Und Safety Car. Da. Einfahrtstadion. Schon wieder. Ja, haben ihn gesehen, gerade noch stand da hinten an der Bande. Und wieder das Safety Car. Ich dachte eben ganz kurz, was hat man hier auf dem verdammt riesigen Abstand gefahren in einer Runde? Aber es war das Safety Car da vorne, was angezeigt wird. Gut, also nochmal. Das ist jetzt das was zweite Safety Car. Ja, und ein VSC. Ja. Also wir wollen ja eigentlich keine Rekorde aufstellen. Prophet zeigt, Welches glaube Rennen das? ich. Oh, was ist denn hier passiert?
Da ist aber gerade, wer war das denn? Einer mal auf Ende Start, die einfach gegen die Wand gefahren, links. Das war Smarky, glaube ich. Hat da jemand kurz aufs Handy geguckt? Das habe ich auch schon mal geschafft, Silverstone. Passiert. Die alte Start-Ziel-Gerade auf der anderen Seite. Aufs Handy geguckt kurz und einfach mal rechts gegen die Wand gefahren. Ja, das geht fix, ey. Ja. Aber das sah gerade komisch aus. Ich gucke mal, heile geblieben ist. Die Kamera erlaubt es mir gerade nicht zu gucken. Ja, also jetzt aber kurz nochmal zu den roten Fahrern. Hier IM, der wird glaube ich die letzte, ne? Der müsste jetzt eigentlich in die Box Das fahren, ne? ist, ja, müsste er, Und ja. gut, bei Scuderia kann man es nicht einschätzen, da fährt die KI, ist auch eigentlich egal. Wird nicht mitgerechnet. Können wir weglassen, ja. Aber so gesehen erstmal als alle in Punkten. Und sogar mindestens zwei. Ja. Selbst Lemon würde zwei mitnehmen. Ja. Ganz frisch in der Box gewesen. Ist ja gar nicht drauf geachtet, dann war es wahrscheinlich wirklich ein Flügelschaden, ne? Ja, könnte War wirklich sein. gerade in der Box. Er ist wahrscheinlich irgendwo aufgefahren, dann vorbei und dann noch die 5 Sekunden bekommen. Die er natürlich jetzt abgesetzt hat, ne? Für ihn perfekt. Ja, sehr gut. Safety Car, 5 Sekunden weg, frische Reifen. Durchfahren, na, glaube ich nicht, dass man damit 27 oder 25 Runden fahren kann. Weil Nach mit Safety Car. weißen Reifen weiß ich nicht, ob es Nee, jemand gelb hat er. probiert. Gelb hat Ja, er. aber Venom ist auf weiß gewechselt. Achso. Vielleicht will der probieren durchzufahren jetzt. Und ich weiß nicht, was IM der macht, der ist immer noch draußen. Ja gut, aber ehrlich gesagt, so viel Abnutzung hat er ja jetzt auch nicht gehabt. Wie viele Rennrunden hatten wir wirklich? Fünf? Und der Rest war Safety Car und dann ein bisschen Ja. VSC. Sogar mithalten können vorne auf den Gelbfahrer, ne? Ich weiß nicht, wie viele Runden kann man auf Gelb fahren? Ja, hast du eine Erfahrung durch dein Rennen, was du gemacht hast? Ist die wirklich Schrott sind? Ja, also ich glaube gestern, Billy hat ein halbes Rennen ungefähr geschafft. Also 17, 18 Runden gehen. Ja, Die Frage müsste. ist, wie viel davon in einem ordentlichen Tempo gehen. Da würde ich vielleicht so bei 13, 14, denke, alles was darüber ist, ist dann schon eher eine Qual. Aber ich gucke, ob die Taktik bei IEM mit Rot-Gelb aufgeben würde. Aber es wäre zu viel Runden, das wäre ja noch mehr als gestern schon gefahren wäre. Ja, Als wahrscheinlich dann Rot-Weiß. der müsste ja fast halbe halbe fahren. Ja, aber jetzt noch mal jetzt 9 oder 10 Runden auf Rot, das wäre schon extrem riskant. Aber wahrscheinlich jetzt hat er den Punkt auch erreicht. Jetzt muss er halt durchziehen. Bringt's auch nichts mehr. Wenn er jetzt reinfährt, hat er verloren. Alle zusammen wieder. Ja, Jetzt ja. muss er durchziehen. So, neuer Restart. Wir hoffen, Genau. alles geht gut. Gehen wir wieder auf Aber man muss auch Continuo sagen, drauf. der Bernd, der lässt sich da auch Zeit beim Reinfahren, ne? Der hat Angst im Stadion ja auch, ne? Der ist sehr langsam. Ja. Nimmt die Curbs zwar gut mit, aber lässt sich, es kommt nicht gut raus dann. Mario macht sehr, sehr langsam. Restart Nummer 2 für ihn. Ja, jetzt beschleunigt Ja, er. ich sehe noch nichts, dass die Kamera ist wieder. Jetzt sehe ich was. Hat Kommt aber wieder. wieder stark hinbekommen. Ja, stark. Sekunde Größe da. Abstand. IM-Level holt hier Oh ja, auf. ich glaube, die ballern auch ordentlich Torsten ERS. zeigt sich. Aber hat nicht gereicht. Und hinten auch alles glatt gegangen, muss man ja auch mal so sagen. Ja. Der Abstand von 3 auf 4 anscheinend 1,3 Sekunden. Hat mit Brötchen ein bisschen den Restart verschlafen. Arktisch Pumpe übrigens schon auf P5. Ja, Wahnsinn, ne? Durch die Boxenstopps und Zwischenfälle. Hat er Das sich da einfach Cora. mal an Metti rangehangen? Das Cora und Profit waren beide vor ihm, ne? Hat er beide dadurch allen schon Plätze gewonnen wieder. Ja, und Venom war in der Box. Ja genau, wenn die Schäden noch dazu kamen, hat er Glück gehabt. Auch im Lutherberg. Mal gucken, Rennen ist noch lang. Haben jetzt gut ein Drittel geschafft. Und schon 360k. Ein Brainhunter kommt aber wieder an Malion ran. Und bislang auch noch keine Zeitstrafen für Track Limits. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich es gesagt habe, jetzt werden die Track Limits fallen, aber Ja.
Ja, und das Also ohne immerhin ein Drittel vom Rennen Diesel. ohne, schon gut. Ja. Damit Hätte dann das ich Safety. sagen dürfen, ne? Sehr schön. Eben, was beides gesagt. Jetzt sage ich es auch noch, nur dein neues Recht dann auch Ja. nochmal. Wobei bei Patexas, dass es da nicht ohne geht. War halt sowas zu erwarten, ja. Also er Ja. zählt quasi nicht mit, weil das ist sicherer Genau, gewesen. genau. Okay. Und Aktischpumpe Aktischpumpe. auch. Hey. Was sagst du denn das auch? Ja, Oh. sorry. Das ist echt verrückt. Ich wollte da noch ergänzen, eigentlich ist es ja auch schwer, während eines Safety Cars nicht Track Limits zu holen. Ja, Bei sag diesen. das nicht. Oh, und wir Alles haben schon Andrea geschafft. Aktisch Pumpe schon wieder einen Querstell gehabt. Wird er jetzt von Ja, Autolos-Skandal geholt? Autolos. Da eng Kamera dahinter. zeigt es mir nur von vorne gerade, aber jetzt in S ist, glaube ich, bist du relativ sicher, wenn du durchkommst. Da lässt sich da fast gar nicht überholen. Wenn dann erst im Ausgang davon. Wow, Aber ja. und Lutherberg gegen Smarky. Ausgang der Esses direkt nebeneinander. Eingangsstadion. Ja, leichter Kontakt, aber alles würde ich sagen noch im Rahmen. Vorbei. Ja, Lutherberg hat er schlau gemacht. ERS wieder aktiviert. So, jetzt gucken, wer hat hier das bessere, schnellere Setup von den beiden Auto los. Quatsch, Lutherberg oder? Ja, ich glaube, das Na, sieht wie noch nach hinterher. Autolos aus. Ja, das ist hier definitiv der spannendste Kampf, den wir hier haben. Was ist eine kleine Gruppe da in der Mitte? Hm. Wird gleich spannend, wenn die DS. War ja gerade schon, ne? Ne, jetzt ist DS das erste Mal. Ab jetzt ist Ja. offen. Boah, hier beide Auto. nebeneinander. Lutherberg und Autolos. Da ging nochmal gut. Ja, und davor ein Arktisch Pumper, der fährt auch schon links und rechts neben der Strecke. Aber immer noch im DRS von Matti. Oh, ein Andrea. Da ist Ja. Autolos weg. Autolos habe ich gesehen. Autolos weg. Hat Aber sich gedreht. nicht. Nee, jetzt fährt Nicht er auf die den. Strecke. Hoffentlich bleibt er als Ghost, wenn er da jetzt steht. Es kommt auch ab noch einer, aber ist eh eine Ja. KI. Gut, die fährt eh durch. Alles gut. Andrea, aber ich glaube, da ist Heidi geblieben. Aus dem S ist rausgekommen, aus der ersten und dann nach innen weggedreht. Schade, war ein spannender Zweikampf. Aber wir Ja. gucken mal, wo der nächste ist. Und wir haben Achtung, Sektor 3. Was ist da passiert? Da steht wieder einer. Das heißt, ist es wieder autolos gewesen? Heiße Reifen? Ist auf Nee, jeden ist. Fall schon wieder grün. Ja, doch, war wahrscheinlich wieder, weil jetzt das Scuderia plötzlich dran vorbei. Der war eben noch hinter ihm. Smarky und Lutherberg nebeneinander, aber Smarky zieht zurück. Ja, er konnte aber jetzt den Vorteil der frischeren Reifen nicht ganz ausnutzen. Bleibt da ein bisschen dahinter und muss jetzt eventuell sich noch gegen Chukum verteidigen. Und wir haben einen Führungswechsel verpasst. Oh meine Wollte Güte, ich ja, das mal war zu so sch. sagen. Hat sich der Brainhunter einfach vorbeigesneakt. Er war auch im DS-Fenster. Schade, dass Er DS war im nutzen können. DRS-Fenster. Ja, es war bestimmt jetzt erst diese Runde. Gucken, jetzt wird er sich mit Sicherheit mal die Führung zurückholen auf der Stadtziel. Ich bin mal drauf. Wen haben wir da auf der Stadtziel fahren? Das müsste auch autolos sein, ne? Das ist Ja. Autolos, der an der Box war, ja. Der war in der Box, ja. Vielleicht doch einen Flügelschaden gehabt. Vielleicht bei seinem Wahrscheinlich, ja. zweiten Dreh. Kann auch sein, weil der erste sah eigentlich noch ganz harmlos aus. Arktisch Lutherberg im St verliert. Oh, Und Patex oh, Patex DNF raus. und Safety Car. Das rettet. Brain hat er die Führung, glaube ich. Das ist wieder Einfahrtstadion. Wo steht der Aim denn? Ich Devil guck Ballern mal. in der Box. Da gerade ausgefallen ist, das Auto war schon weg. Hat man gerade Ja. kurz gesehen. Ich war auf Scuderia drauf. So, Somit und haben wir. hinten gehen sie alle an die Box. Oh ja, guck Ab mal. Matty sind sie drin. Auf was würde ich jetzt sagen? Weiß wahrscheinlich alle da. Die gehen 20 alle Uhr auf noch. weiß und fahren dann Ja. durch. IMW kann ich jetzt die gelben holen. Ob er es schafft, durchzufahren, bezweifle ich. Wenn wird es eine Rutschpartie zum Ende. Aber erstmal auf jeden Fall jetzt den Reifenvorteil. Aber sonst alle anderen weiß sich geholt.
Außer Benny Akira, der hat sich nochmal die gelben geholt. Und Schukum hat sich seine angefahrenen Weißen nochmal geholt. Auch die KI von Scuderia war jetzt endlich mal in der Box, hat sich weiß geholt. Ja, eigentlich müssen jetzt auch noch die ersten 5, 6 reinkommen. Eventuell kann Venom draußen bleiben. Der könnte draußen bleiben, ja. Erst 6 Runden alte. Gut, das ist natürlich dann Runde 9, hat er 25 Runden nachher drauf auf den Weißen. Ist auf jeden Fall machbar, haben wir gestern gesehen, aber natürlich schwierig, ne? Vielleicht kommt noch ein Safety Car, wo er dann nochmal nutzen kann, auf Rot zu gehen, wenn welche hat. Ne? Aber ich ja. glaube, das ist eine gewagte Taktik. Und wenn du, glaube ich, wie du es machst, machst du es eh falsch. Ne? Soll ich ja, draufbleiben? Auf jeden Fall die ersten beiden gehen an die Box. Gutenberg bleibt draußen, Venom auch. Kalle ebenso. Guck, wo mal die Rolls rauskommt. Ist da irgendwo Platz 7 oder 8 sein, schätze ja, ich mal, oder? Lang, ja. Weil ne, 5 bleibt da nee, keiner die, mehr. Die bleiben jetzt hier so in dem ja. Bereich. Weil auch Lemon an die Box geht. Traut sich ja, eigentlich richtig, weil die Gelben würden nicht durchhalten. Der hat darauf alte 7 Runden. Also. Aim Devil ist nochmal in der Box und setzt seine 5 Sekunden Strafe ab und geht auf Weiß. Damit ist er jetzt natürlich wieder ans Ende des Feldes gerutscht, aber. Hat keine Strafe mehr. Und der hat einen Flügelschaden gehabt. Der Schon bekommt wieder. Auch neuen Flügel, ja. Keine Ahnung, wo er sich den geholt hat. Und der Einzige, der nicht an der Box war, neben P1 und P2, die auf Weiß sind, ist Kalle. Kalle. Der hat 13 Runden alte Mediums. Aber der muss nochmal rein, da kann es nicht drum rumgehen. Ja. Der kann nicht 33 Runden auf gelben Reifen fahren. Abgesehen davon, dass das, es rutschig das wird, auf keinen Fall. Die platzen an sich, glaube ich, allein schon. So, aber wenn man so guckt, Wayne hat da mal die Wahl, würde ich sagen, von den ersten 5 auf jeden Fall Reifenvorteil. Ja. Der hat sich an Platz 1 wieder geschummelt. Ob der durchfährt? Nee, geht nicht. Quatsch. 34 Runden drauf kann man nicht fahren. Der muss auch nochmal rein. Kalle muss nochmal rein. Venom könnte durchfahren, wenn er sich zutraut. Wenn es bereinigt wäre, Wayne hat da wieder auf P1, mal die Wahl auf 2. Matty natürlich jetzt auch Platz 3, ne? Starkes Ding. Guck, wo ist er gestartet? Positionsänderung. Hätte ich auf Platz 7 gestartet. Wäre nachher auf jeden Fall Podiumsplatz, sag ich mal, drin. Ne? Ist auf jeden Fall Podiumskandidat, ja. Arktisch Pumper auf P7 noch. Auch gut. Wenn er seine Zeitstrafe irgendwie in Vorsprung nachher umwandeln kann, dann hat er auf jeden Fall eine großartige Position. Ich glaube, Top 10 für Arktisch ist schon Erfolg und ich wünsche ihm, dass er das auf jeden Fall schafft und durchzieht. Ja, sieht ja alles danach aus. Aber wir haben nicht mal die Hälfte des Rennens, ne, muss man sagen. 3 Safety Cars schon. Und ein VSC. Ja. War das nicht beim 100% Rennen, wo wir 5 Safety Cars hatten? Ich glaube, irgendwer sogar meinte. Ich glaube, es sind über 6. Oder 6 sogar. Und da sei ja. da wohl ne? das Limit erreicht, ja. Und das, obwohl wir es schon auf reduziert eingestellt haben. Ja, wir haben ja schon heute wieder gemerkt, dass es auch das Safety Car ist auch unfassbar doof alles eingestellt. Manchmal liegt ein Flügel nur rum, weil irgendwer sich die Nase abfährt, sondern gibt es ein Safety Car. Du hast jetzt schon vorhin gesehen, Les Cora, ein doofes Beispiel jetzt leider bei ihr, ne? Fliegt von der Strecke oder steht halt an der Strecke rum, ist kaputt und es passiert gar nichts. Ne? War es das Core, ich glaube, ne? Oder war es Prophets, zeigt der vorhin gerade ausgefahren ist? Weiß ich, wie man von den DNS. Ne, das war die Situation bei Les Core. Ja, ne? Na gut, Rennleitung, Safety Car geht wieder rein. Jetzt darf Lutherberg eine neue Stadt machen. Mal gucken, ob er sich da von Madion hat was inspirieren sich einfallen lassen. Lässt. Ja, ich bin mal drauf. Wir fahren hier auf jeden Fall gerade so 50. Das ist schon sehr, sehr gemächlich. Blend hier mal alles aus. Ich gebe dir mal die volle Dröhnung. Volle Dröhnung Bild für den Neustart. Kannst du mal machen.
Arktisch-Vogel 3. Wetterwerk hat einen großartigen Neustart gemacht. Da ja, die fantastisch hat er das gemacht. Benny Akira und Chukum vorbei. Und ja, dahinter ist es eng. Frage ist, wie schnell können Brainerd und Madion an Kalle vorbei? Wir haben Cockpit drin, der Brainhunter. Der hier natürlich sieht man schon gut von Kalle gut aufgehalten wird. Naja, aber jetzt in den SS da wird auch noch nichts gehen. Naja, aber wenn du es aber gut triffst, kannst du am Ende der SS aber vorbeikommen auf den kurzen Stück der Geraden, ne? Mhm. Wenn du diese Stelle rechts und links gut triffst, dann hast du hier leider nicht so gut. Hast du da eine gute Ausgangsposition. Oder wenn der vor dir fahrende bitte nicht gut trifft halt. Nichts, so haben wir es ja gerade sehr eng mit dem Smarky hier wieder einen kurzen Abstand. Aber das ist auch dem Stadion gerade zu schulden. Na, ich denke dann in ein, zwei Runden mit DRS haben wir da wieder mehr Action. Wobei Benny Akira und Smarky. Ne, da passiert nichts. Arktisch Pumpe greift an. Oh, mit Brötchen. Ist an Matty vorbei. Ah, noch nicht unterschrieben, das Ding. Kämpfen nee. Vorher noch. Matty kontert. Arktisch ja. Sieht da ein bisschen zurück, hat er gut gemacht. Ferus zu L. Und für Brainhunter reicht es immer noch nicht gegen Kalle. Aber Kalle kann ja noch die Pace von Lutzeberg und Venom mitgehen. Macht er auf jeden Fall ganz stark. Schon ja viele am Blinken hier, wenn man so mal kurz hinten im Blick bekommt. Ja, du lädst durch die schnellen Kurven nicht ganz so viel wieder auf. Das ist ja du verballerst kurzen, alles ne? Direkt wieder. Oder es steht Chukum. Wo ist er da unten? Chukum da in den Esses. Leider. Hat er sich da weggedreht? Scheint fast so. Was? Der ist aktiviert. Dann gehen wir mal jetzt nach vorne drauf. Mal gucken, Brenner, da hängt noch der Kalle fest. Kalle ist noch, ich würde gerade sagen, knapp im DS, aber jetzt wird es wieder besser die Zeit. Na, für jetzt bringt es noch nichts. Arktisch, aber wieder Matty gegen Arktisch. Wieder selbe Stelle. Jetzt mal Rollen getauscht, jetzt Matty außen. Und Matty bleibt vorn. Ja. Ja, sehr gut gekontert. Jetzt blinken aber beide. Verliert er natürlich auch sehr, sehr viel Zeit mit ihm. Arktisch gibt nicht nach, der zeigt sich wieder. Ne, keinesfalls. Aber bei Arktisch ein, der täglich lasst euch Platz, Jungs, predigt, der muss auch Platz lassen selber. Ne? Also ich, ja, der ist da, erlebt das aber auch vor. Ja, der ist ein fairer Fahrer, die Zweikämpfe gerade beide sahen gut aus. Schon gewusst, dass da irgendwo ein Fahrer ist, der gleich die Lücken gelassen. Wenn es passiert, passiert es halt nicht. Also der, das war Manöver, nicht der Unfall. So, mal gucken, wie sieht's vorne aus? Da ist eigentlich überall ein bisschen Luft. Brainhunter könnte jetzt auf der nächsten Gerade an Kalle rankommen, weil er ist nicht beim DRS. Gucken wir mal, 1,2 Sekunden. Kann kein DRS mehr, er blinkt. Na, ja, da weiß es nicht. Und kommt auch schlecht aus dem Stadion raus. Und Brainhunter, glaube ich, jetzt schon vor Schatzziel fast vorbei. Ja, ich glaube, Marion wird die Gunst der Stunde auch nutzen. Ja, oh ja. Boah, geht er da vielleicht an beiden vorbei? Der hat ja richtig Speed drauf, der Junge. Der schafft es sogar, guck mal, der ist vorbei, oder? Ah, nee, knapp, oder? Na, nicht vorbei. Nee. Jetzt glaube ich, wird er ihn aber Platz lassen, genau. Ja, aber beide nee. Auf jeden Fall an Kalle vorbei. Ja, da hat er auch keine Chance. Und Kalle gleich den nächsten hinter sich, Mettbrüche. Der auch sich schon in zeigt. Boah, jetzt wird Kalle durchgereicht, leider. Sieht auch fair aus, sieht gut aus. Und jetzt Arktisch Pumpe, schafft er es auch. Leider 6 Sekunden der Gute. Als
Einziger jetzt auch. Alle anderen haben keine Zeitstrafen bis jetzt. Oh, Brainham da. Schafft das Abstand zu verkürzen auf Venom. Kalle hat sich gedreht. Der war da kurz neben der Strecke. Na, die Reifen können jetzt auch durch sein. 18 Runde, ja. Da müsste er jetzt eigentlich mal in die Box fahren. Hier ist schon wieder über die Linie hinaus. Ja, wobei jetzt kann er es ja auch noch ein bisschen ziehen, eventuell noch auf den Safety Car hoffen und dann sich rote holen. Ja, wenn er auch egal. Wenn ein, zwei Sekunden verliert, dann. Ja, er fährt rein. Also, Kalle an der Box wird sich mit Sicherheit. Ja, rote, schaffen die das 14 Runden? Oder 13? Ja, würde gehen. Oh, ich guck mal kurz drauf, was er macht. Was steht da? Ich sehe rote Reifen. Nee, gelbe wieder. Und eine neue Nase. Da ist er anfangs schon mal auf anderen gestartet. Klar, der hat erst 18 Runden drauf gehabt, also 4 Runden gefahren. Mit irgendwas anderem. Na, kann sein, dass er auf weiß gestartet ist. Ja. Da wurde jetzt natürlich abgeschlagen vom Feld weiter. Wer jetzt ins Safety Car kommt, hat er Glück. Genau. So, gucken wir mal. Arktisch Pumpe wird hier attackiert von Smarky. Ja, an der Spitze schiebt sich's auch sehr zusammen. Brain Hunter im Attacke-Modus. Mal drauf. Gegen Venom. Aber die haben auch, also hat jeder DRS von denen. Selbst Matty noch dahinter auf 5. Mit Pech kann Unterberg jetzt durchgereicht werden, ne? Wenn die alle so schön zu eng, eng beieinander sind. Ja. Aber der Abschnitt. Ah, der hat ja einen guten Exit. Ja, das ist echt gut. So eine qualvolle, volle lange Gerade, ne? Wenn du weißt, du hast schon Pech mit DS und ja, ja, dann kommen wir doch alle von hinten, ey. Unterberg wird auch geschluckt, ey. Geht auf jeden keine Fall Chance. Das ist schon. Er hat da nicht geschafft, aber es wird spätestens jetzt nächste Runde nicht mal was. Venom auf jeden Fall die Führung übernommen. Wow, Marion fährt da fast hinten rein. Boah, guck mal die Fünfergruppe, wie eng das da ist. Ja, ja. Mit Brüche schießt die Runde da ab. Aktiv nochmal drei. Er hat glaube ich schon 9 Sekunden jetzt leider, ne? Um kurz zu strafen. Ja, das stimmt, der rutscht auch ganz schön rum. Drückt. Strafen, 9 Sekunden, ja. Das ist schade. Aber wir haben da echt einen geilen Fünfkampf da vorne. Ja. Ich bin mal drauf. Venom, Lutherberg, die werden einfach so lange die Reifen da noch irgendwie was hergeben, werden die da sich verteidigen. Ah, die müssen auf jeden Fall mal rein. Also früher, später kommen die drei Prozent vorbei. Ne? Das sieht für Matty vielleicht, ich weiß nicht, wie Smarky mithalten kann, aber Treppchen sind die drei auf jeden Fall auf Kurs dahinter, ne? Aber Venom hat ein stabiles Setup. Wer? Der ist echt schnell auf der Geraden, Venom, ja. Ja, Brain hat er Lutherberg nebeneinander. Gucken, jetzt wird's eng. Oh, immer noch beide nebeneinander. Jetzt ist Lutherberg. Hat er oh, und Mario innen rein. P3 hat er schon. Boah. Schön. Oh, da hat er zu viel geholt. Gucken, Kalle, schnellste Runde. Ja, jetzt hat Mario seinen Platz auch gegen Matty jetzt verloren. Ja, ist da ja, jetzt. Kann er jetzt vielleicht innen kontern? Ah, war die leicht berührt. Nee, hier nicht. Ich heilige, wie mehr war, aber gerade ist gegen hinten reingefahren ein bisschen. Ja, da hat Lutherberg auf der Geraden aber auch stark zugemacht. Kaum Platz gelassen. Schade. Nächste Runde, nächste. Wird jetzt hier jede DS-Phase auf Schatz hier spannend. Ja, aber Matty ist jetzt erstmal raus aus der Gruppe. Ich wollte sagen, durch die Aktion gerade Matty, mit Mario hat Matty da ein bisschen Zeit verloren. Und sind die beiden dann zurückgefallen. Aber jetzt erstmal eine Dreiergruppe, aber ich denke mal, die kommen wieder ran. Wir nehmen auch jetzt einen großen Abstand, glaube ich, das wird nicht reichen. Aber Brennan da. Er schafft das, ne? Schatz hier vorbei.
Nee, dieses Mal nicht. Nee. Vielleicht gleich nächste kurze Stück. Ist ja auch nochmal Madeon DRS, hat's ne? aber geschafft. Madeon ist an Matty vorbei. Ja, die zweite DRS gerade direkt hinten dran. Da gibt's nicht nochmal einen extra Messpunkt für. Venom hat die Session verlassen, steht bei mir. Steht das bei dir auch? Ja, der ist geghostet. Das ist natürlich Das ist der absolute mega bitter. Albtraum. Ja. Oh, das ist natürlich jetzt. Ich kann die Emotionen gerade fühlen, die er da hat. Oh, und mal die Uhr mit 3 Sekunden Strafe. Klar, gut, dann werden wir vorbei, das ist jetzt egal. Aber 3 Sekunden, die könnten ihn jetzt dann, in Klammern, nur noch 11 Runden zu fahren sein, am Ende böse zu stehen kommen. Lemon Lemon jetzt auch auch frei. 3. Jetzt hier wieder. Jetzt Lutherberg, Brainerd da. Das ist, der Abstand ist ja klar. Ich denke mal, da wird Brainerd jetzt dann vorbeiziehen. Gut aus, hier vorbei, kein Problem. Madior kann er ja mitziehen zumindest. Dranbleiben, er zeigt sich kurz. Ah, wow, auch da war es eng gerade. Lutherberg fährt hier interessante Linien und hat interessante Bremspunkte. Sehr früh, ne, oder? Ja. Oh, jetzt mal gucken. Wie kann Mario auch das Abstand zu Mitte vergrößern? Scheint erstmal gut zu funktionieren. Der Abstand wird auf jeden Fall größer. Reifen eine Runde jünger. Muss die 3 Sekunden noch rausfahren. Anderthalb hat er schon. Ich kann jetzt auch vorne bei Lutherberg und Brainhunter damit noch dran halten. Damit, mein Gott, dranbleiben. So. Gelb, gelb in Oh, Sektor 2, Madeon das hat ist sich gedreht. Madeon. Wo ist er denn? Da. Ich. Oh je. Yeah. Und der muss jetzt alle durchlassen. Ja, steht ganz hinten. Gut. Ach man, Dann habe erst ich die jetzt. Zeitstrafe und jetzt noch der Dreher. Ja. Und die Team Alpha Aktion von Romeo Lutterberg, hat wo er Pech zugemacht hat. verfolgt. Ich hoffe, wenigstens der Flügel ist ganz geblieben. Ist mir sichtbar, vielleicht ist er orange, ich weiß es nicht, aber ich glaube, er ist mit dem Heck gegen die Bande gefahren, ne? So, er hat sich jetzt nicht gedreht, stand da zumindest so. Bleibt ja auch draußen, von daher wird alles heile sein. Ja, Lutherberg zieht er wirklich durch mit seinen 23 Runden alten Weißen. Ja, allzu viel dürfte da nicht mehr drauf sein. Und ich glaube auch, Matt Brüche mit seinen frischeren Reifen wird ihn bestimmt noch kriegen. Wobei, es waren ja zwei, drei Safety Cars zwischendrin. Aber vielleicht ist es wirklich möglich. Möglich ist es, wie gesagt, wir hatten gestern, glaube ich, einmal 27 Runden. Sporty schreibt schon hier. Hat zwei daneben und der drückt ihn raus. Auf dem Ja. Off-Track. Jetzt Lutherberg, ne? Das war Lutterberg gegen Madeon, ja. Ja, zwei bisher nicht sehr schöne Aktionen von ihm heute im Rennen, muss man leider sagen. Aber ich kenne auch heute halt nicht beide Seiten. Hab's auch leider nicht gesehen, weder bei Lescora noch bei Madior jetzt gerade. Das wird dann später die Aufgabe des Stewards, wenn da was war. Aber erstmal sieht es natürlich sehr, ja, bitter aus für die Alfa Romeos. Na, Aim Devil jetzt an Smarky vorbei. Vielleicht geht auch da für den Ferrari-Piloten nochmal was Richtung Podium. Kommt immer ganz drauf an, was da jetzt mit Lutherberg noch wird, ob er nochmal in die Box geht oder nicht. Aber ein Safety Car und die ganze Sache sieht direkt wieder anders aus. Ja. Aber ich glaube auch beim Safety Car wird es dann
keine Boxenstops geben, weil so kurz vorm Schluss, dann verlierst du, glaube ich, mehr jetzt, was du gewinnst am Ende. Wenn das Ja, dann so eng, das wobei. Feld ist ja jetzt schon so eng beieinander eigentlich, da bist du ja quasi letzter. Oder? Naja, letzter vielleicht nicht, Das ist aber. halt die Frage, ob du das Risiko eingehst und du denkst, dass du dich da mit frischen Soft nochmal nach vorn kämpfen kannst. Wenn Steffi ja jetzt rauskommen würde, fährt es in Runde 33, 32 wieder rein. Das sind 3-4 Runden was zu holen, naja. Wir hoffen einfach, dass gar kein Safety Car mehr kommt. Wir hoffen, dass jetzt durch ist. Wir Naja. hätten jetzt 3 Stück. Und, Reicht auch irgendwann. ja, genau. Wollen die auch hier mal fällig werden heute. Und außerdem macht auch Rennen mehr Spaß, als Safety Car zu hinterher zu gucken. So, wo haben wir es denn gerade ein bisschen eng? Siehst du was? Arktisch Pumper hat hier 7 Zehntel Rückstand. Das ist, glaube ich, am engsten, wie ich das hier beurteilen kann. Ja, Oder hier Benny 4? Akira gegen Aim Devil um P4. Mal drauf. Bei Benny lassen auch die gelben Reifen so langsam nach, da war der nächste Quersteher. Währenddessen dein Kollege Mikkel postet hier schon einen Live-Ticker von Newcastle gegen Dortmund, und das ist ein wirklich nicht solche B-Mannschaften hier. Wer will denn Dortmund gucken? Bist du Dortmund-Fan oder Fußball interessiert? Ja, ich bin beim Tabellenführer zu Hause sozusagen, der Bundesliga. Ach, Vizekusen. Jawohl. Wobei den Titel Vize, den haben wir ja eigentlich nach Dortmund Oh ja, gleich der abgegeben. Quersteher von Benny. Ach, der geht in die Box. Guck mal an. Der scheint Ja. mit seinen Gelben nicht mehr zurechtzukommen in den letzten 6 Runden. Der holt sich direkt mal die Roten. Mit Sicherheit das. Und ich glaube, dem Luxemburg ist alles egal, der würde auch noch 20 Runden mit den Weißen fahren. Also aktuell kann er nicht besser dastehen, er könnte nur verlieren. Ne? Also offensichtlich Ball könnte. in der Box. Oh. Das zweite heute. Lemon. Wahrscheinlich auch echt Probleme mit seinen gelben Reifen. Also 14 Runden scheinen die zu halten, danach sind sie echt im Arsch. Außer Autoskandal. Der scheint noch zu Reifen durchziehen zu wollen. Ja, muss er wahrscheinlich auch. Akku nochmal 3 Sekunden arktisch Pumpe. Da sind wir schon bei 12. Ja. Ah, wo kommt man da raus? Drei, vier Plätze verliert er vielleicht. Ja, weil der Abstand relativ groß hinten. Ja, genau. Kommt auf Platz 9 aktuell raus. Schätze ich mal, ne? 8 Sekunden oder Na so. gut, Venom kannst du rausrechnen. Ja, bin Akira mittlerweile davor. Ja. Ja, so 9, mal gucken, aber ich. Doch, kann er glaube ich mit der Leistung zufrieden sein. Allein wo er landen würde mit Platz 6 ist schon für ihn Ja, aber ja, Top-Leistung. eben rein sportlich gesehen ohne die Zeitstrafe Ja. P6. Gute Leistung, auch wenn er da jetzt wieder einen Quersteher hatte. Na, ich hatte mit ihm schon mal gesprochen. Der hat wirklich arge Probleme auf der Strecke mit Querstern. Ich habe es auch gemerkt, weiß nicht, wie es bei dir war. Es ist echt extrem rutschig ist hier auf der Strecke. Auch wenn Ja, hier Becky, wie das er Heck gestern ist gesagt hat, sechs sehr, sehr Reifen schon nervös. platt gefahren und alles schön vollgegummiert hat hier. Das ist trotzdem sehr, sehr vorsichtig musst du da sein am Gaspedal. Ich guck mal, vorne IM, der schraubt, saugt sich hier mit hier ran. Jetzt ums Podium nochmal in den letzten 5 Rennen. Ja, der hat richtig Pace gefunden im Ja. Ferrari. Hat auch, glaube ich, einen Reifenvorteil, bis wenn ich mich irre, oder? Ne, die sind ungefähr gleich Ja, unterwegs, eine also Hundert eine Runde weniger. Unterschied. Ja. Die nächste DRS-Zone wird dann sehr spannend auf Startziel. Ja. Mit einem Schuko kommt ein Venom. Oh gut, Venom, ja. KI, die fällt durch. Wäre somit sowieso auf Platz 10. Die schnellste Rennrunde ist übrigens noch bei Brain Hunter. 1:21:1. Jetzt Startziel, gucken wir mal. Beide kommen eigentlich gut raus. 6 Zehntel sind zu schaffen eigentlich. Boah, Oh hier, aber Matti. Matti macht das auch schlau. Er macht schnell in Richtung Seitenwechsel. Nimmt ihn so in den Windschatten schon mal und. Boah, aber ist sehr knapp. Ich sehe Na, nichts, jetzt ich noch sehe nicht. nichts. Noch Ja. nicht. Na, ja, hier hat es nicht geschafft. Ben Akira jetzt scheint zur Runde. Na, frische Softs. Ja.
kriegt er sogar die Runde, ist unter den Top 10. Ah ne, es steht ja eh unter Platz 15, ne, mit der schnellsten Runde. Ja, die bekommt jeder. Genau. Jetzt. Stimmt, dann ist Kalle und Chukwum haben Position getauscht. Okay. So, passiert hier noch irgendwo was? Ja, ich bin bei IM der die ganze Zeit drauf, weil hier ist es so von der Spannung her eigentlich am höchsten. Das mag ich ja. Vielleicht gleich an Arktische Pumpe vorbei, aber es ist sowieso nur dann. Ja, beziehungsweise die Pumpe hat überholt. Ach, war stimmt. Ja, stimmt. Er war richtig dahinter gewesen. Wie sind denn hier die Reifen? Ich guck mal eben kurz bei den beiden. Beide 17 Runden alte Weiße. Also trotz 12 Sekunden, ne, was Arktische mit diesen alten runden Reifen reißt, ne, ist echt sportlich großartig. Respekt an die Leistung. Platz 5 aktuell top. Recht stolz auf den Teamkollegen. Oh, Benny Akira legt nochmal eine neue Bestzeit hin. Aber 4 Zehnte schneller als eben. Ja. So, jetzt aber eben Devil. Reicht das? Geht raus. Innen rein diesmal. Und Matty an. Ja, aber ging noch mal gut. Aha, bleibt da fair dahinter. Beide auch am Blinken. Da geht's ums Treppchen, also wenn das ja nicht immer noch mal geht's um alles. Ja, zu ehrgeizig wird hier. Ja, beide fahren da komplett am Limit. Holen raus, was noch rauszuholen geht. Oh, probiert das hier direkt wieder, innen an. Ja. Und schafft das. Matty lässt da in Luft, das ist sehr gut gemacht. Hat dadurch auch mehr Schwung, wieder rauszukommen aus der Kurve. Boah. Kameraflug ist gerade großartig, Hubschrauberperspektive. Ja, wenigstens einmal. Ja, so, dachte ich auch gerade so, endlich mal eine gute Ansicht hier. Sonst fährst du da durchs Stadion und siehst da irgendwie nur die, keine Ahnung, Betonpfeiler. Jetzt müsste es aber für IM Level aufgehen hier, oder? 3, 2,5, 2 Zehntel. Der müsste mehr Windschatten fahren. Der fährt fast die ganze gerade nicht im Windschatten. Naja, aber jetzt daran vorbei. Jetzt hat es endlich mal gereicht. Matty hat auch stark verteidigt. Ja. Jetzt müsste Matty eigentlich 2 Runden hinterherfahren, um dann auf der letzten Runde auf Schatzlinie vorbeizugehen. Ich habe aber irgendwie im Gefühl, dass Aim Devil da die bessere Pace derzeit hat. Schauen wir mal abwarten. Das ist halt schon 8 Zehntel. Aber hat schon gleich bis Abstand gewonnen, ne? Also das kannst du recht haben. Rain Hunter mit einem Abstand von 7 Sekunden wird sicher wahrscheinlich ein sicheren. Lutherberg. Oh, jetzt war es auch spannend um Platz 2 sogar. Guck mal an. Ja. Eine Sekunde ist zwar viel erstmal so gesehen, aber. In IM, der die gute Pace hier hat, Lutherberg die deutlich schlechteren Reifen, wenn ich mich nicht recht erinnere, ne? Ja, 30 Runden alte Weiße. Ist da jetzt immer Platz 2 drin und IM, der weiß es. Aber jetzt hat er plötzlich. Ne, doch. Richtig. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend da vorne. Auch jetzt nur noch 6 Zehntel sich zu holen. Zehntel, ja. Also Lutherberg darf sich da keinen Fehler mehr erlauben. Sonst ist vielleicht sogar das komplette Podium in Gefahr. Der Pumpe schafft es sogar, den Smarky abzuhängen. Nimmt nur 2 Sekunden dahinter. Manio kämpft sich an Benny Akira ran. Aber hat leider eine Zeitstrafe. Ihm wird das dann nicht viel bringen, leider. Da ist der Platz 9 für ihn fast schon sicher. Chukwum geht nochmal in die Box für die schnellste Rennrunde. Er hat Abstand auf gut, letzter, ne? Stimmt, ja, zählt nicht mit. Ist jetzt auch egal. Ja. Da hinten. Guck mal, also ja, und eben dabei hat es schon geschafft, die 3 Sekunden zuzufahren. Schön lang hier.
von einer Runde an Brain hat er mal über 2 Sekunden auf Lutherberg. Ich glaube, der hat richtig Reifenprobleme gerade, der Lutherberg. Das waren immer noch 7 Sekunden, jetzt sind es 9,5. Wo haben wir es denn gerade spannend? Ich bin jetzt halt auf IM-Level drauf. Ja, das ist wahrscheinlich das Spannendste. Und ob Matti das noch schafft, in einer Runde glaub, 1,5 Sekunden noch zu holen, um da auch noch an Lutherberg vorbeizugehen. Ah, müsste aber noch ordentlich einholen. Also aktuell ist er 2,5 hinter ihm. Theoretisch müsste IM-Level noch, noch 1,5 Sekunden aufholen. Ja, viel weniger wird's nicht. Wir sind noch in der letzten Runde. Mal gucken, mal. Benny Akira und Autolos hätten wir noch im Angebot. Ja, da ich mal gucken, auch noch mal ein bisschen Brainhunter. Guck da mal kurz drauf, dann will ich auch mal Brainhunter drauf gehen. Der kommt gleich über Schatz hier und will ich sein. Stimmt, Pool. Der ist jetzt schon im Stadion, also ja, wird ja, genau, schon mal Feuerwerk zu sehen sein, oder? Ja, Feuer glaube ich jetzt ja nicht. Aber doch, hier feuert was raus im Stadion. Echt? Ja. Stimmt, ich höre es, aber ich sehe es nicht. So ein paar Knallerbsen. Irgendwas haben die Fans da mitgebracht. So, ja. Auf jeden Fall, Benaki, oh Gott, Brainhunter fährt über Schatz 7, holt sich hier, glaube ich, seinen souveränen, wohlverdienten Sieg. Ja, starke Leistung, von Platz 4 gestartet, hinter komplett Lutherberg. 33 Platz 5 Runden, gestartet. Ne? Dann haben wir AEM, drückt sich vor, wie erwartet, auf Platz 2. Dann haben wir Lutherberg auf 3. Matti schafft es leider nicht, aber Platz 4, glaube ich, kann er mehr als zufrieden sein. Arktisch Pumpe ist auch schon rüber auf Platz 5. Sportlich gesehen rutscht jetzt durch die Zeitstrafe leider weit nach hinten. Da auf Platz 9 sogar. So haben wir Smarky auf 5, Autolos auf 6, Benny Akira auf 7, Marion leider beim Dreher seinen Rennen heute etwas schlechter dargestellt, als es wahrscheinlich da als es war. Mit Platz 8. Dann kommt jetzt rechnerisch der Arktisch Pumpe auf Platz 9. Finde ich trotzdem mit einer. Mit dem Top 10 kann er mehr zufrieden sein heute bei der schwierigen Strecke. Für ihn jetzt nochmal Kalle auf 10. Lemon auf 11. Und dann kommt Venom, ist ja unterwischen durch. Mist, habe ich nicht mehr alle gesehen. Dann Lemon haben wir noch auf 12 und Chukum auf 13 und der hat sich noch die schnellste Runde geholt. Nee, Chukum hat das 12, noch geschafft, dann? Ja? Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Was ist er dann gefahren? Hast du gesehen? 1,19 noch was. Ui, stark. Smarky noch Fahrer des Tages, haben wir gerade gesehen. Mhm. Guten Tag, Jungs. Guten Tag. Servus. Da war gerade, ich glaube, Brainhunter, glaube ich, reingekommen gerade, ne? Genau. Jawohl, so, jetzt euch hin, sucht ihr den Platz. Wir gucken euch noch kurz zu, wie ihr gerade eben noch natürlich auf dem Treppchen rumgetanzt seid. Das wollen wir noch mit sehen. Bevor wir dann nur noch mal kurz das Gesamtklassement sehen, aber das haben wir gerade schon durchgegangen. Ja, sind auch schon alle da. Servus. Jawohl, alle schon da. Sind wir vollständig. Ja, ging auch richtig schnell. Aber ich will noch kurz. Das Morse sind wir durchgegangen. Ja, bitte. Ich will noch kurz das Treppchen hier durchlaufen lassen, nicht wegdrücken. Gerne. Das muss schon sein. Drei Siegern hier das nochmal gönnen. So, also, wir haben das Treppchen schon mal durchgegangen. Ich glaube, du hast vollendet gerade noch, ne? Genau, wir waren dann hinten bei Venom, Chukum, genau, schnellste Runde sich mal geholt, dann war Lemon auf 13 und ja gut, Scuderia wird nicht mitgezählt und auf Platz 15 haben wir dann ausgeschieden, leider Patex, auf Platz 16 Profit Stike ausgeschieden und auf Lescora Platz 17 auch leider ausgeschieden. So, gut, dann drücke ich das hier mal weg. Ein Aston Martin hat gewonnen. So, dann gehe ich mal ins Menü und zeig uns einmal den Aston Martin, wie er aussieht, wenn er sauber ist. Genau, so. Dann können wir eigentlich direkt mal reingehen hier mit P3, würde ich sagen, fangen wir mal an. Das ist am Ende Lutherberg geworden, durch die Zeitstrafe ist er noch auf P3 gerutscht. Also ich will eigentlich erstmal nur eins wissen, wie hast du es geschafft, 33 Runden auf Weiß zu fahren? Ah, das war eine Hölle. 80% am Ende. Das war da gehen also auch noch 5 Runden. Ja, das war jetzt ein Spiel mit dem Feuer. Ja, ich habe eigentlich wirklich spekuliert, sage ich jetzt mal drauf, dass nochmal ein Safety Car kommt. Ja. Und dann auf Rot gehen, aber ich dachte, okay, jetzt kannst du es nur noch riskieren. Entweder platzt der Reifen und du verkackst oder du landest auf 4 oder 5 am Ende. Ja.
Das war, aber ich glaube, da haben auch die Safety-Car-Phasen nicht eingespielt, dass ich die überhaupt so lange ziehen konnte, die Reifen. Auf jeden Fall erstmal Glückwunsch an die zwei vor mir. Schade mit der Zeitstrafe. Und ja, also schade war es halt einfach erstmal, sorry an das Cora, falls es hört, nach dem ersten virtuellen Safety-Car. Da wurde dann freigegeben, ich beschleunige, treffste, sie scheidet dadurch aus, werde dann auch nochmal schreiben. Ja, und dann war es halt einfach erstmal abwarten, hinterherfahren. Im Endeffekt, und dann habe ich durch die Safety-Car-Phasen Glück gehabt, sage ich jetzt, dass ich nach vorne gespült wurde. Und wie gesagt, jetzt hatte ich nur darauf gehofft, dass ein Safety-Car kommt. Oder halt durchziehen und hoffen, dass die Reifen halten. Ja, das war jetzt ein heißer Ritt. Ja, du, das glaube ich dir. War auf jeden Fall gut anzuschauen. Wir haben es verfolgt, die ganzen Duelle. Ihr wartet dann irgendwann mal in einer Fünfergruppe mit Matti und Madeon, der dann sich leider noch weggedreht hatte. Ah, okay, ja, deswegen war er weg. Ich dachte, vielleicht ist er rausgeflogen wie Carsten. Das habe ich bloß gesehen. Das tat mir echt leid, dass der halt rausgeflogen ist. Dass man, wie gesagt, das hat mir natürlich jetzt dann auch überhaupt noch in die Karten gespielt. Und dass Matti mit einem Devil gekämpft hat. Also sonst wäre ich da gar nicht gelandet auf dem Podium, muss man so sagen, wie es ist. Mit den alten Reifen. Ja, nee, trotzdem starke Leistung. Musste erstmal so durchziehen und. Ja, Ingo, kannst du gerne weitermachen mit P2. Ich übernehme P2. Ja. Aim Devil, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Sprich mir das so aus, ja, ne? Ja. Gut, dann mache ich das so. Alles klar, du, auf jeden Fall war auch dein Rennen spannend mit anzuschauen, wie gerade schon gesagt, so vorne die Fünfergruppe warst du auch Teil dessen. Hast dann am Ende mit Matti da nochmal heiß gekämpft, warst du dann irgendwann vorbei, hast dich dann wirklich wahrscheinlich auch durch die Zeitstrafe, die ja hier Lutherberg da mal gefahren hat, nochmal ein bisschen motivieren lassen, mehr da dann mal ranzufahren. Hattest du natürlich auch durch die 38 Runden alte Reifen von Lutherberg den klaren Reifenvorteil, schneller zu fahren, nicht ranzusorgen. Und dennoch, glaube ich, war es von dir ein sehr stabiles Rennen. Hast, wie du gesagt, am Ende deinen wohlverdienten zweiten Platz geholt. Dazu gratuliere ich nochmal und erzähl uns mal kurz aus deiner Sicht, wie das Rennen heute für dich gelaufen ist. Ja, danke. Das Rennen war für mich gut gelaufen. Ich bin zufrieden. Nach letzter Saison Spa P1, jetzt P2. Kann ruhig so weitergehen, Rest der Saison. Ich bin einfach zufrieden. Auch mit den Fights, saubere Fights. Und tut mir leid, ich habe Matti ein bisschen rausgedrückt, aber habe mich direkt wieder zurückfallen lassen. Aus Respekt. Und ja, war aber ein faires Rennen. Finde ich auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht, wie der Rest es hier findet in der Party. Für mich war es ein faires Rennen. Ach, wir waren bei euch letzten Runden echt drauf, weil bei euch es mit am spannendsten war, so von den Abständen her und auch noch am meisten ging, weil das Treppchen natürlich da noch in Frage stand. Also wir haben, glaube ich, alles gesehen. Klar war manchmal der Zweikampf schon sehr eng, aber ich glaube, alles im Rahmen des Vertretbaren und zwischen Zweikampf gehört dazu, unfair sah jetzt nichts aus. Also ich glaube, es sah jetzt nichts aus. Ich glaube, das war schon ein cooler Zweikampf. Auf jeden Fall schön anzusehen und auch spannend, bis du dann, glaube ich, irgendwann vorbei warst, zwei, drei Runden vor Schluss. Und dann natürlich, da auch den Abstand herstellen konntest, locker, dass da Matti ein bisschen zurückgefallen ist. Von daher, das war dann durch das Thema. Aber nee, sah gut aus, spannend anzuschauen. Und da mal gratuliere. Und wenn du was sagen willst, sag gerne was. Und so viel muss uns Platz 1 durchgehen. Ich weiß nicht, ob du durch warst. War ein interessantes Duell mit Matti, aber ich habe gemerkt auf den Kran, dass ich mich immer ransaugen konnte. Man hat ja auch wahrscheinlich gesehen, im Stream, da ich ein paar Mal mich gezeigt habe, aber nur auf den richtigen Moment gewartet habe. Weil ich hätte auch früher schon vorbeigehen können, aber ich wollte kein Risiko eingehen, sauber vorbeigehen. Weil mir wurde immer gesagt, ich wäre zu hastig in solchen Situationen, weil ja, ich muss schlauer fahren und ich beweise jetzt wieder, dass ich daraus gelernt habe aus meinen Fehlern. Mir zu schnell reinstechen und so weiter. Und hast du auch gemerkt, siehst du, wenn du die Zeit lässt, kommst du auch dran vorbei und sogar ohne Fehler. Man muss auch sagen, Matti auch stark gekämpft, ne? Natürlich. Immer mit ihm. Mit ihm ist immer interessant. Ja, also war echt gut anzuschauen, wirklich. Also auch von mir nochmal ein GG an dich.
starkes Rennen und völlig zu Recht auf P2 hat es eine richtig starke Pace gehabt. Ja, getoppt wirst du natürlich nur noch vom heutigen Rennsieger, der Brain Hunter. Herzlichen Glückwunsch wirklich zu P1. Vielen Dank, vielen Dank. Am Ende ja gewissermaßen langweiliges Rennen für dich, aber das hast du dir in den vorherigen Runden verdient. Da bist du da an Marion vorbeigefahren und dann die Führung einfach nicht mehr hergegeben. Wie waren am Anfang die Fights so? War schon sehr intensiv, oder? Also ja, die Fights waren sehr intensiv mit Marion und auch mit Lutherberg. Aber alles fair und ein super Rennen für mich. Also die Fights waren top. Dann am Ende natürlich, da war ich ein bisschen alleine, aber da bin ich gegen die Zeit angefahren und einfach geschaut, dass ich so meine Runden runterreiße bis zum Ende und ja, und die Punkte hole für das Martin. So, mein Mikro war aus. Ja, dann gerade ich dir auch noch mal kurz. Zu WP1 heute, wie du schon gerade gesagt, zum Ende, glaube ich, ein sehr langweiliges Rennen, aber man kann auch dann, wenn man denkt, es ist langweilig, auch mit einem Fahrfehler alles über den Haufen schmeißen. Ne? Von daher ist es nicht ganz unentspannt, dieses Rennen am Ende so zu fahren, auch zu gewinnen, weil man sich natürlich auch dann den Sieg auch verdient holen will, ne? Und dann sich dann selber belohnen will für. Hast du auf jeden Fall souverän gemacht, war eine starke Leistung. Ich habe mal nochmal eine Frage, gerade fällt mir ein an Eimlevel. Ich glaube, das war ja bei dir. Du hast trotz Safety Cars bist du mit deinen roten Reifen anfangs immer draußen geblieben. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum fährt der Junge nicht rein? War deine Taktik so gewollt oder hast du irgendwie so gedacht, ich kann mithalten, ich bleibe mal lieber noch draußen oder auf dem Safety Car noch spekuliert? Ich meine, es kam ja auch leider genug. Was war der Hintergedanke da? Das war irgendwie ein bisschen komisch manchmal, aber auch taktisch am Ende ja richtig. War Espresso. Ich wollte so lange wie möglich draußen bleiben. Ich wollte den frühen Stop verhindern, weil ich dann auch auf eine 2-Stop gehen müsste. Und danach bin ich ja nochmal in die Box gegangen während dem Safety Car, weil ich einen Flügelschaden hatte. Nur leicht angetitscht. Von der Startphase habe ich mir so gedacht, komm, gehst nochmal in die Box. Verlierst ja keine Zeit. Die Safety Car war ich ja P13 wieder rausgekommen. Und danach habe ich von hinten aufgeräumt. Ja, Taktik glücklicherweise aufgegangen. Na gut, also, ich weiß nicht, wenn noch jemand was sagen will, Marvin, willst du das Schlusswort heute machen oder wollen wir es heute mal dem Sieger überlassen? Überlassen wir natürlich dem Sieger, also ich habe ja nichts mehr zu melden. Ja, ne. Also ich will noch den anderen beiden gratulieren zum Podium und allen Ankommen und ja, tut mir leid für die, die ausgeschieden sind. Danke, danke. Da schließe ich mir einfach so mal an. Auch schade natürlich, weil wir ausgeschieden sind. Ne? Danke euch allen, danke fürs Zuschauen. Morgen dann bitte wieder einschalten. Da sind auch dann Marvel und ich am Start, Liga 1 mit. Wieder hier, selbe Stelle, selbe Quelle. Und gucken dann morgen Liga 1 zu. Und nochmal schönen Dank an alle, die euch zugeschaut haben, an eure Fahrer. Gut, wir schauen uns das Podium. Danke, Marvin, dass du so kurzfristig für Mike eingestiegen bist nochmal. Jo, kein Problem. Ne? War auf jeden Fall super, dass das geklappt hat. Hat Spaß gemacht. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und dann würde ich hier den Laden abschließen, wa? Jo, mach das mal. Ciao. Dann mach's gut. Ciao. Ciao.